sehr froh, dass wir jetzt hier mit euch verbunden sind und freuen uns auf diesen Abend, freuen uns auf diese Zeit, in der wir mit euch hier zusammen sind und freuen uns, dass ihr uns so in dieser Woche auch bedacht habt mit so vielen Rückmeldungen, so viel ermutigenden Mails. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Kommentare bekommen. Und als ich so diese Fülle der Rückmeldungen gelesen habe, da habe ich gedacht, Martin, der Herr hat uns 7000 übrig gelassen. Halleluja. 7000 übrig gelassen, das kennt ihr alle von Elia, der ja gesagt hat, bin ich jetzt nur noch alleine hier übrig? Und der Herr sagt, nein, ich habe dir 7000 übrig gelassen. Und das war etwas, was mir spontan dazu einfiel. Ich weiß, dass das ganz, ganz viel mehr sind. Aber das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass es schon ein Wagnis für uns war, das prophetische Wort in dem Freundesbrief weiterzugeben. Richtig? Schon. Schon. Es war etwas, wo wir wussten, dass man sich, wenn man es veröffentlicht, auch verletzlich macht. Mhm. Und manche Rückmeldungen waren auch so gedacht. Und trotzdem sagen wir, es ist ein Wort, was Gott gegeben hat. Und wir wollen daran festhalten. Und wenn du eine Rückmeldung zu diesem prophetischen Wort hast oder auch jetzt hier zu diesen Predigten, zu diesem Abend jetzt, lass es uns wissen. Wir lesen jedes Mail, aber wir kommen leider nicht dazu, jedes auch wirklich zu beantworten. Wir versuchen, viele zu beantworten, aber es ist etwas too much. Das ist Martins Standardansage. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ganz erstaunt sind über die vielen Rückmeldungen und auch sehr bewegt sind über das, wo wir lesen und hören, wie Menschen dieses prophetische Wort aufgenommen oder ja, angenommen haben. Aufgreifen. Und eins möchte ich euch vorlesen, eine Rückmeldung. Heute Morgen war ich im Gebetsspaziergang über diese nie dagewesene Extremsituation im Gebet. Also gemeint ist die Krisenzeit, in der wir jetzt sind. Mhm. Nun habe ich Ihre Antwort erhalten und ich bin so sehr ermutigt und auch beruhigt, dass ich nicht alleine bin und auch nicht verrückt. Ich sehne mich sehr nach Orientierung und benötige Weisheit, richtig die Sachlage biblisch einzuordnen und vor allen Dingen biblisch zu reagieren. Das ist mein größter, sehnlichster Herzenswunsch. Und das ist etwas, wo ich empfinde, dass Menschen dieses prophetische Wort genommen haben, selbst in ihre Gebetszeit reingepflanzt haben, mhm, und verinnerlicht haben. Also es gab mehrere Leute, die haben uns geschrieben, dass sie sehr dankbar sind für eine Aussage in diese Richtung, weil sie in ihren Gemeinden da auf Unverständnis stoßen. Das stimmt. Und tatsächlich mehrere haben geschrieben, ich danke euch, weil ich jetzt weiß, ich bin nicht verrückt oder ich bin nicht falsch oder ich bin nicht irgendwie schräg, mhm, sondern es gibt Leute, die sehen das noch genauso wie ich. Und das ist schon sehr interessant, weil daran merkt man, wie manche Christen von den Gemeinden, ich will nicht sagen alleingelassen werden, das trifft es nicht, aber so sich einfach isoliert fühlen, weil niemand da ist, der das versteht. Und das war einfach eine sehr bemerkenswerte Rückmeldung. Wir haben den Eindruck, es ist schon so, dass da tatsächlich, es ist, als ob der Feind auch einen Keil in manche Gemeinden und Beziehungen, ja, manchmal Freundschaften hineintreiben will, wo die einen extrem hyperpenibel mit Corona sind und jedes Quäntchen da ausfüllen und andere sagen, ist doch Unsinn, man muss da auch noch frei leben können. Ja. Und da gibt es Reibereien und so, also da ist in vielen christlichen Kreisen bis hin in Familien hinein also wirklich Stress. Ja. Ja. Manche haben uns angeschrieben, dass sie diesen Freundesbrief mehrfach haben möchten und auch auslegen möchten oder weitergeben möchten. Ja. Wenn du das in deiner Gemeinde tun möchtest, bitte frag vorher die Leiterschaft deiner Gemeinde.
tu das nicht einfach so, weil du sagst, ich möchte ihnen jetzt mal unbedingt sagen, wie es jetzt richtig geht. Nee, sondern, wenn, dann nur persönlich weitergeben. Wenn, dann persönlich weitergeben, das ist bestimmt okay, aber bitte frage deine Leiterschaft. Ja. Lass sie das lesen. Und wenn sie das nicht möchten, dann bitte akzeptiere das und reagiere nicht sauer oder verletzt oder irgendetwas. Es ist einfach nicht klug, Leiterschaft zu übergehen und sein eigenes Ding quasi da so zu machen. Also das ist etwas, was uns auf dem Herzen ist. Gleichzeitig haben wir noch etliche hundert davon da. Wenn du möchtest, können wir dir gerne noch welche zuschicken. Also da reicht ein Mail einfach an uns. Dann kriegst du die kostenlos zugeschickt, von Herzen gern. Wie gesagt, weil wir schon der Meinung sind, es ist ein Wort zur Stunde. Es war auch extrem viel positive Rückmeldung, weil es etwas war, was für viele Christen wirklich ein Reden Gottes in dieser konkreten Situation war und gleichzeitig einen Ausblick auf das gegeben hat, was kommen wird. Also wie gesagt, einfach ein Mail und wir schicken dir gerne etliche zu zum persönlichen Weitergeben. Genau. Ne? Das ist uns sehr wichtig und wir freuen uns, dass die Zuhörerschaft jetzt auch in dieser Zeit auch über diese Zoom-Gottesdienste wächst. Wir werden diesen Gottesdienst von heute Abend am Sonntag auf YouTube stellen, auf unsere Webseite stellen, sodass die Leute, die heute Abend nicht die ganze Zeit dabei sein können oder überhaupt nicht dabei sein können, dass ihr das nachgucken könnt am Sonntag. Auf Facebook kann man es immer nachgucken. Auf Facebook kann man es immer nachgucken, da bleibt es. Man muss es nur finden. Ja, aber wie gesagt, wir haben das Ziel, dass wir das breiter aufstellen können, aber wir nähern uns in den Schritt für Schritt technischen Angelegenheiten. So, was uns auch sehr bewegt hat, das sind die Gebets, die Gebetsmails, die bei uns reingekommen sind. Es sind wieder sehr viele reingekommen. Wir nehmen die sehr, sehr ernst. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass diese Zeit immer noch sehr, sehr herausfordernd ist. Zum Beispiel auch für Leute, die quasi vor Corona ihre Abschlüsse gemacht haben, Bachelor gemacht haben, andere Ausbildungssteps genommen haben und jetzt keine Möglichkeit haben, in einen Berufsgang reinzukommen, weil alle Betriebe und Firmen und alle organisierten Unternehmen jetzt Einstellungsstopp haben. Wir beten besonders in dieser Zeit für Unternehmen, für Firmen, auch für gerade diese mittelständischen Unternehmen. Wir beten, dass Menschen, die jungen Leute, die jetzt ihre Ausbildung gemacht haben, die jetzt auch Schulabschlüsse machen müssen, dass sie wirklich mit offenen Türen guten Absprung kriegen. Ne? Ja, dass sie dass da wirklich offene Türen sind. Wir beten, dass der Herr übernatürlich Türen öffnet, dass irgendwelche Beziehungen zum Tragen kommen oder Dinge sich ordnen, weil Gott sie ordnet. Und wir haben auch Gebetsanliegen bekommen von Freunden von uns, von Unterstützern vom Dienst, die in große Bedrängnis gekommen sind mit Krebsattacken, mit gesundheitlichen schweren Attacken, Operationen, die ganz schnell gemacht werden mussten. Und das hat uns wirklich sehr, sehr bewegt. Und wir wollen heute Abend auch gerade jetzt hier in diesem ersten Teil gerade davon sprechen, wie gehe ich um, wenn ich in eine Krise komme, wenn die Dinge sich total gegen mich stellen und gegen mich wenden. Und du hast das Thema heute für den Abend festgelegt oder zwei Themen? Ja, das eine ist mit dem Ziklag, ne? Das Ziklag eben eigentlich eine, wer Ziklag nicht kennt, ist super, ja, ihr werdet es nie wieder vergessen. Ihr werdet es mögen. Ziklag, ja, eine Katastrophenstory, aber dass es gleichzeitig etwas ist, was ganz genial und super für uns ist, wo eine geniale Botschaft drin ist. Und dann im Anschluss daran geht es über das Thema die endzeitliche Erweckung, also die Erweckung, die für die Endzeit verheißen ist.
Und ich denke, das wird spannend. Also, Was? Martin, was ich ja wirklich glaube, ist, dass die Leute jetzt total scharf sind darauf, was wird er sagen über die endzeitliche Erweckung? Ja, da bin ich auch Denn scharf drauf. ich auch. Denn, Entschuldigung, denn es ist ja so, dass überall, wo man diesen Begriff Endzeit hört, da werden die Leute ganz ganz aufgeregt. Oder sie sagen, ja, und die Endzeit kommt und die große Trübsal und kommt die Erweckung. Nein, die Erweckung? Oder was habe ich denn da durcheinander gebracht? So, also Martin, du wirst uns heute Abend helfen. Ich hoffe, ja. Du hoffst. Ich weiß, dass er uns helfen wird. Aber vielleicht zur Vorwarnung schon, ich werde nichts zum Thema Entrückung sagen. Ja, gut. Ist man nicht dran. Gut. So, aber ich möchte beginnen und wenn du Ah nein, eine. warte mal, warte mal. Ich habe noch was. Okay. Ich möchte euch eine coole Geschichte vortragen. Ja, dann trinke Und ich zwar was. in USA ist es so, oder war es früher so, die hatten auf den Telefonen, wo wir so diese Anzeige haben mit den Nummern, da haben die also auch Buchstaben gehabt. Und je nachdem, wie man das eingegeben hat, dann hat man da also dann seinen Namen abbilden können, ja? So, und da in so einer Situation spielt diese Story. Das war ein Pastor in einer Gemeinde und die Gemeinde hieß Almighty God Tabernacle. Also so viel wie Gemeinde Des oder Heiligtum Allmächtigen. des allmächtigen Gottes. So, und der Pastor von der Gemeinde hatte also seine Predigt da was vorbereitet, saß am Samstagabend noch spät nach 22 Uhr an seinen Vorbereitungen im Büro. Und da hat er gedacht, ich rufe meine Frau an, damit die weiß, es dauert noch, bis ich komme. Gute Ne? Idee. Ja, hat also die Nummer gewählt, es hat geklingelt und geklingelt und geklingelt und es ging niemand ans Telefon. Der Pastor hat sich schon gewundert, dachte, na, was ist denn jetzt los? Weil normalerweise ging sie immer sofort dran. So, okay, hat wieder aufgelegt, ein bisschen weitergearbeitet und dann hat er ein paar Minuten später nochmal seine Frau angerufen. Diesmal ging sie sofort dran. Und dann hat er sie gefragt und ich dachte, nö, nö, vorhin hat hier nichts geklingelt. Hat's dann, okay, war halt so, hat's vergessen und hat weitergemacht. Am dann kommenden Montag darauf, dann war der Pastor wieder in seinem Büro und da bekam er auf diesem Telefon einen Anruf. Und da war ein Mann am anderen Ende der Leitung und der wollte wissen, sagen Sie mal, warum haben Sie mich am Samstagabend angerufen? Der Pastor wusste erst gar nicht, was dran war und dann dachte er, weiß gar nicht. Hat gesagt, doch, es klingelte und klingelte, aber ich bin nicht rangegangen. Ach, und dann hat er sich daran erinnert, der Pastor, hat gesagt, ach, ich weiß, ja, ich habe mich wohl verwählt, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte eigentlich meine Frau anrufen. Der Mann sagte, nee, 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 das ist absolut in Ordnung. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. An diesem Samstagabend wollte ich mich umbringen. Ich wollte Selbstmord begehen. Und dann habe ich gebetet. Und ich habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt und du nicht möchtest, dass ich das hier tue, dann gib mir ein Zeichen. In dem Moment fing das Telefon an zu klingeln. Ich schaute auf das Telefondisplay und wie gesagt, da ist dann der Name dran und da stand drauf Almighty God. Ja? Und da war der so geschockt, ich habe gedacht, ich habe mich nicht getraut, den Hörer abzunehmen. Und auf jeden Fall hat er sich auch nicht umgebracht. Das fand ich Amen. eine grandiose Geschichte, wo selbst ein falsch geleiteter Ja. Anruf schon hier ein Menschenleben retten kann. Der Herr ist einfach cool. Yes. Amen. Ja. Ein unvorhergesehen, eine Krise, die eingetreten ist und eine göttliche Lösung. Eigentlich genau unser Thema. Genau unser Thema. Genau unser Thema. Super. Sehr unerwartet. Ja, sehr unerwartet. So, wenn du eine Bibel zur Hand hast, das wäre gut, wenn du sie holst. Wir wollen einen Abschnitt lesen beziehungsweise wir wollen durch einen Bericht gehen aus 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 25. Wir wollen die jetzt nicht lesen, das wäre jetzt ein bisschen lang. Aber du kannst die nochmal nachlesen, du kannst sie morgen mal am Tag durchgehen. Aber du erzählst, was da drin steht, ja? Wir gehen jetzt Step by Step, so inhaltlich,
diesen Bericht durch. Weißt du, ich mag es nicht, wenn man von, wir gehen jetzt mal durch die Geschichte durch, redet, weil manchmal habe ich das Empfinden, wenn man sagt, ja, die Bibelgeschichte von, dann ist das für die Leute sowas wie, naja, da wird eine Geschichte erzählt und das ist ja schon ewig lange her und eine Geschichte ist eben eine Geschichte, also ist nicht so real. So, und deswegen nenne ich diese Berichte in der Bibel Berichte, weil sie sind wahr und sie sind aufgeschrieben und wir lieben es, vom Alten Testament zu reden und vom Neuen und vom Neuen Testament. Amen. Von beidem, weil wir glauben, dass beides zusammengehört. Wir hatten einen Sprecher bei uns eingeladen und er hat gesagt, der alte Bund, also das, was wir im Alten Testament lesen, das ist der Verlobungsbund, den Gott mit, also der Sohn mit der Braut eingeht. Und das Neue Testament beschreibt diesen neuen Bund, nämlich den Hochzeitsbund. Ja. Und wenn du liest in der Offenbarung, dann geht es um dieses große Hochzeitsfest, um die Brautgeschichte. Ja, das ist die Story. Das ist die Story, um die es eigentlich geht. Und deswegen lieben wir es, wenn wir im Alten Testament lesen. Ich liebe diese Berichte, weil das, was dort geschrieben ist, dieser Kampf, diese Auseinandersetzung, diese Bedrängnisse, in die das Volk Gottes kommt, in die Einzelne kommen, Mose, Abraham, Josua, die Richter, egal wen du nimmst, auch die Propheten alle, ja. Wenn du sie liest, dann haben sie Auseinandersetzungen im natürlichen Bereich. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, weil diese neue, neutestamentliche Schau der Dinge ist eine geistliche Schau. Es ist eine Auseinandersetzung im geistlichen Bereich. Der Feind ist jetzt nicht mehr ein realer Feind. Ich bekämpfe nicht einen realen Menschen, sondern ich bekämpfe die Mächte und Gewalten und die Fürstentümer in der Himmelswelt, die hinter Personen stehen. Lass mal ganz kurz was dazu sagen. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Viele Leute haben da keinen Durchblick, wie das mit den Berichten des Alten Testaments ist, warum die uns überliefert sind und worum es dabei geht. Du musst verstehen, das, was dort im Natürlichen geschieht, ist ein Bild für das, was bei uns im Geistlichen geschieht. Also wenn da beispielsweise von irgendwelchen feindlichen Völkern berichtet wird, die das Volk Gottes bedrängt haben, bekämpft haben, unterjocht haben, dann ist das etwas, was für dämonische Mächte steht, die irgendwelche Absichten haben, wo irgendwelche Pläne dahinter sind. Ja, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine ganze Fülle von Völkern, die gegen Israel gekämpft haben, wie es heute eben eine Fülle von dämonischen Strukturen und Mächten gibt, die gegen das Volk Gottes gehen. Und wir müssen verstehen, dass das, was im Alten Testament im Natürlichen passiert, das ist das, was uns im Neuen Bund im Geistlichen passiert. Und das ist genau die Story. David hatte reale Feinde, die ihm real nach seinem körperlichen Leben trachteten, mit realen Waffen. So, und wir heute haben im Geist genau das Gleiche. Das ist kein bisschen weniger gefährlich oder weniger bedrängt. Es ist nur eben auf einer anderen Ebene. Und das ist wichtig, dass man das grundsätzlich versteht, überhaupt bei vielen, vielen Dingen, die im Alten Testament stehen. Das macht, okay, wie verstehe ich das jetzt im Neuen Bund, im Geist, was hier im Natürlichen geschrieben ist? Ja. Also was, alles, was die Berichte angeht, Propheten natürlich nicht, oder sowas, oder Psalmen, aber wo es um diese Berichterstattung geht, über, was weiß ich, guter König, böser König oder Mose und all diese Sachen, geistig zu verstehen. Ja, so und dieser Bericht in 1. Samuel 30, der ist eine Begebenheit im Leben von König David. Und sie berichtet uns darüber, dass David untergetaucht war bei den Philistern. Das heißt, er hat Wohnung genommen im Land eigentlich der Feinde. Und er hat sogar sich mit seinen Männern, mit seinen Kämpfern, hat er sich sogar
mit den Philisterkönigen zusammengetan, um mit ihnen in diese kriegerischen Auseinandersetzungen zu ziehen. Ja, weil Saul ihn verfolgt hat. Weil Saul ihn verfolgt hat. Ja. Und das allein ist schon mal für mich echt mal eine Herausforderung gewesen, dass David als der gesalbte König, als der Spross, als dieser, mit diesen großen Verheißungen, dieser ja, gesalbte Herzensmann Gottes, dass der ausgerechnet bei dem Feind untertaucht und da auch noch wohnt. Also das hat mich manchmal richtig beschäftigt. So, aber als es darum geht, dass David mit seinen Mannen mit den Philistern ausziehen soll zum Kampf, knirscht's. Da knirscht's. Denn die Philisterkönige werden misstrauisch. Und sie sagen, ey, also der, nee, der zieht nicht mit uns, weil wenn es dann um die Wurst geht, dann kann es sein, dass der uns in den Rücken fällt und unsere Köpfe werden zu seinem Sieg durch die Gegend getragen und der nicht. So, und dann der eine, der noch übrig bleibt von den Königen, der sagt, also ich bin ja nicht misstrauisch gegen dich, aber besser ist, du gehst. So, ich denke, David war erst ein bisschen sauer, aber er macht sich auf den Weg zurück. Und zwar zurück nach Ziklag. Und es dauert nicht lange, sie sind schon 3 Tage unterwegs, aber als sie in die Nähe von Ziklag kommen, da nehmen die ersten seiner Begleiter schon mal diesen Brandgeruch wahr, der in der Gegend ist. Auf der Gegend liegt. Und es dauert nicht lange, als sie sehen, Ziklag ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das war eine sehr, sehr schwierige, herausfordernde Situation. Und zwar kommen sie hin und sie sehen, dass der Feind gewütet hat und hat die Frauen und die Kinder und das Vieh und die Alten und die Jungen und alles, was sie besessen haben, verschleppt, gefangen genommen und hat den Rest niedergebrannt. So, also das ist eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Und ich habe überlegt, also diese Situation, in der wir ja jetzt auch uns alle befinden, weltweit, ist eine hyperschlimme, dramatische Krise. Und wahrscheinlich hast du selbst in deinem Leben solche Krisenzeiten erlebt. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass Freunde unter Krebsgeschichten gekommen sind, unter extreme Herausforderungen mit Operationen, Verluste mit den Kids. Man kann gar nicht die Dinge alle aufzählen, die passiert sind, allein in den Gebetsrückmeldungen, die wir bekommen haben. Das sind Krisen, mit denen konnte man vorher nicht rechnen. Und für die Gesamtsituation, in der wir uns jetzt befinden, das Ende der Krise ist ja noch nicht gekommen und noch nicht abzusehen. Vielleicht kennst du das, dass du plötzlich in eine Bedrängnis kommst und auf einmal fühlt sich alles an wie runtergebrannt und zu Asche geworden. Lass uns schauen, was bei David passiert und was uns helfen kann, wie wir uns heute in solchen Situationen verhalten können. In dem Vers 4 heißt es: Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist eine ernste Sache. Wenn man weint, bis man keine Tränen mehr hat, dann ist die Seele bis ins Letzte erschöpft. Menschen, die daran denken, sich das Leben zu nehmen, sind in ihrer Seele, in ihrer Psyche, in ihrem Körper oder welche Infos sie auch immer bekommen haben, bis ins Mark erschüttert. Und vielleicht kommen sie genau in diese Situation, die hier beschrieben wird, dass sie nämlich keine Tränen mehr haben. Ich muss sagen, manchmal weine ich ohne Tränen, weil mein Inneres bewegt ist, weil ich Dinge im Geist wahrnehme, weil ich Dinge im Natürlichen sehe, die mich im Geist total
umtreiben, die mich erschüttern, die mich wirklich bis ins Letzte treffen. Obwohl es muss noch nicht mal unbedingt nur meine eigene Sache sein. Es muss noch nicht mal nur unbedingt meine Familie, mein Besitz, mein Dienst oder was auch immer betreffen. Sondern das, was ich sehe, es erschüttert mich. Und ich hatte vor 2 Wochen ja schon mal gesagt, wenn ich die Menschen jetzt sehe mit diesen Masken, es ist jetzt so warm geworden, es ist so schwül. Ich habe ältere Leute gesehen, die fast kollabiert sind, weil sie schon so lange unterwegs waren und keine Luft richtig bekommen haben. Und trotzdem ziehen sie das bis zum Ende durch, weil sie dann noch größere Angst haben vor der Kontrolle oder der Strafe. Das bewegt mich im Geist. Und ich sehe diese Angst und diese Panik. Und wir haben einige Gebetsanliegen bekommen, wo es genau um den Punkt Panik und Angst geht. Die wieder wie Riesen, die schon mal besiegt waren, wieder im Leben aufgestanden sind. So, und manchmal weine ich wirklich ganz, ganz in echt. Ich habe Situationen in meinem Leben hinter mir, wo ich wirklich geweint habe, bis ich keine Tränen mehr hatte. Manchmal kann man sich das gar nicht wieder vorstellen. Wie war das denn eigentlich? So in dem Rückblick gesehen, dann sagt man, na ja, so, da warst du ein bisschen emotional oder so. Das ist nicht ganz so. Heute, wenn wir diesen Bericht bei David anschauen, dann siehst du, wie Dinge im Leben passieren können, wo der Feind alles raubt, alles verbrennt, Dinge wegnimmt und eigentlich möchte, dass Menschen nicht mehr leben. Schon gar nicht, dass sie in ihr verheißenes Land ziehen, schon gar nicht, dass Christen aufstehen, dass Christen Kinder Gottes beten, dass Menschen wirklich aufstehen und ihre Zeltflöcke rausziehen und sich erweitern. So, heute wollen wir sehen, was David in dieser Situation tut. David war in so große Bedrängnis gekommen, belagert von denen, die warteten, ihn zu steinigen, bedrängt von den eigenen Leuten. Weißt du, wie das ist, wenn deine eigenen Leute nicht mit dir ziehen und sich von dir abwenden, sich gegen dich stellen und dann noch dich im Grunde genommen im übertragenen Sinn steinigen wollen? Die Leute, die bei David noch mitgeritten sind, die noch Feuer und Flamme waren, ja, wir gehen nicht weg und wir ziehen mit dir, David, und wir kämpfen mit dir, das waren die Ersten, die die Steine in der Hand hatten, weil sie so bedrückt waren und so überfordert waren mit dieser Situation. Und selbst diese tapferen Helden, die doch schon so viel gesehen hatten, wollten ihn, den Anführer, der ja immer wusste, wie es geht, der jede Kampfsituation überrissen hat und der sie zu Siegen geführt hat. Man kann vorher in dem Kapitel lesen, da wird nochmal das erwähnt, dass die Frauen in der Stadt gesungen haben, Saul hat 1000 besiegt, aber David 10.000. Und du kannst lesen, dass David diese Siege hervorgebracht hat und trotzdem, die noch eben mitgezogen waren, die waren jetzt die, die diese Krise nicht anders meinten aushalten konnten, als dass sie Steine schmeißen. Es heißt, die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert. Das steht im Vers 6. Was machst du, wenn dein Herz so schwer ist über diese Dinge, die jetzt passieren, die im letzten Jahr passiert sind? Was machst du, wenn die Dinge mit deinen Kindern so ätzend aussehen, wenn die Dinge in deinen Finanzen sowas von anscheinend den Bach runtergehen? Was machst du, wenn die Dinge, für die du gebetet hast, nicht schnell zu einer Lösung kommen? Wie gehst du mit diesem Ding um? Erbittert zu sein, keinen Ausweg zu sehen und einfach nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht. Und wir kennen einige Leute, die genau in solchen Situationen waren oder sind. Wie soll das
weitergehen? Wie komme ich aus dieser Situation siegreich heraus? Nicht nur mal gerade eben, nicht nur, naja, sondern siegreich. Was macht David, der keine Tränen mehr hat? Schau, wenn du das Leben von David anschaust, David, der auf der Weide war, der gegen Löwe und Bär gekämpft hat, der trainiert war, der ein Anbeter war, für den Gott das Erste, Wichtigste und Beste war, der weinte und ist verbittert und er ist mitten in diesem Auseinandersetzungsding. In dem Vers 6 am Ende, da liest du diese Lösung. Und das ist mein Hauptpunkt heute für uns. Weißt du, immer wenn ich das lese, immer ermutigt mich das, stärkt mich das, baut mich das auf, hilft mir das, es genau so zu machen, mir das einzuprägen, zu merken und zu sagen, denk dran, wie David das gemacht hat. In dem Vers 6 am Ende heißt es nämlich, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Aber David stärkte sich, versteht ihr? David brauchte etwas, was ihn durchträgt. Und nicht nur durchträgt, sondern was ihm eine Lösung gibt, was wirklich den Ausweg hat, was die Tür öffnet, was übernatürlich ist. Denn im Natürlichen war alles am Ende. Und das ist doch unsere Situation auch oft, dass wir sagen, im Natürlichen habe ich keine Chance. Im Natürlichen tut sich hier keine Tür auf. Und hier heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich wünsche dir so sehr, dass wenn du gerade in dieser Situation bist oder da durchgehst, dass du dich daran erinnerst und sagst, ja, genau das will ich. Ich will mich in meinem Herrn, meinem Gott stärken. David wusste, wer sein Gott ist. Du musst wissen, wer Gott ist. In deinem Leben ist. Du musst wissen, dass er dein Versorger ist, dass du in der Mitte seiner Hand bist. In beide Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Du gehörst mir. Du hast doch dich für Jesus entschieden und deshalb ist dein Leben verborgen mit Christus in Gott. Du musst deinen Gott kennen. David kannte seinen Gott. Was für eine geniale Entscheidung. Dass David nicht kapituliert hat und hat gesagt, na, dann ist es eben mein Ende, Punkt. Sondern er hat gesagt, stopp, Moment mal. Erst frage ich Gott. Erst muss ich wissen, was er zu der Situation sagt. Erst muss ich ihn hören. Erst muss ich ihn fragen. Denn oft war es so gewesen, dass David Gott gefragt hat, soll ich in dem Kampf ausziehen? Wie soll ich das machen? Was ist dein Plan? Was ist das? Mit der Stärke in Gott. Wie mache ich das denn, wenn ich mitten in Bedrängnis bin? Und wenn ich die Gedanken habe, diese negativen Gedanken, diese negativen Erwartungen, dieses Feststecken, dieses Bewegungslossein. Und das war das, was David hier hatte, was er beschrieben hat. Das Volk war erbittert, alles war am Ende, alles war Asche. Und er stärkte sich, er wusste, dass es mit menschlicher Tröstung nicht geht. Weißt du, oftmals machen wir das ja so, dass wir, wenn wir in bedrängende Situationen kommen, dass wir dann mit anderen drüber reden und der andere sagt vielleicht, ah, du kommst schon durch, mach dir keinen Stress, das wird schon wieder, die Zeit heilt alle Wunden, wie dumm. Gott macht keine Fehler. Ach, Martin, Gott macht keine Fehler. Amen. Was hältst du davon? Das stimmt im Prinzip schon, ne? Aber? Naja, wer sowas sagt, der geht ja davon aus, das ist ja dann für sich schon eine schwierige Aussage, weil normalerweise, Gott ist Gott, eigentlich kann Gott gar keine Fehler machen, yes. Eben weil er Gott ist. Es ist eigentlich unmöglich. Amen. Ne? Weil das hatte schon öfter mal jemand gesagt, ja, Gott macht keine Fehler. Also ich glaube, die Aussage ist einfach definitiv falsch. Nein, die ist schon richtig. Aber Gott in sich ist nicht fehlerhaft. Für ihn ist dieses Wort Fehler grundsätzlich gar nicht angebracht.
Gott ist immer an unserer Seite. Gott ist immer der, der die Oberhoheit über unser Leben hat, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Richtig? Also die Sache ist die, dass es halt, die Formulierung ist halt menschlich gedacht. Und eigentlich ist Gott über jeden Fehler oder irgendwelche Fehlentscheidungen, Fehlverhalten komplett erhoben, weil das ist etwas, wo... Wir hatten bei Hiob drüber gesprochen, wo im Grunde genommen Hiob in seiner Selbstgerechtigkeit Gott den Vorwurf macht, dass er fehlerhaft sich verhalten hat, Hiob gegenüber, ihm selbst gegenüber. Und das war völlig daneben, weil es war einfach eine komplette Selbstüberschätzung. Also Leute, die meinen, Gott irgendwelche Fehler vorhalten zu können, die brauchen dringend Gottesfurcht. Ne? Mhm. Wirklich. Ich habe gleich noch eine Frage an dich. Denn... Was wir bei David hier lesen, was wir erfahren über ihn, das ist, dieses Stärken in Gott heißt, er brauchte ein persönliches Wort von Gott. Etwas, was Gott ihm ganz persönlich zuspricht und wo er weiß, stimmt, Gott hat gesprochen, das ist Wahrheit. Ist ja ähnlich wie mit deinem prophetischen Wort gewesen. Das ist Wahrheit Gottes, das hat Gott mir gesagt. Und wie ist das mit diesem Rema-Wort? Naja gut, du hast zwei wichtige Begriffe, die in der Bibel vorkommen, wenn es um das Wort geht. Und das eine ist Logos, das ist das Wort, wie es da geschrieben steht, also im ganz technischen Sinne, wie es da steht, wo man also das untersuchen kann und behandeln kann und was einfach extrem wichtig ist. Das Logos, das Wort Gottes. Ne? Und dann gibt es eben das Rema-Wort. Das ist das Wort, was der Herr nimmt und zu einem spricht. Wir hatten neulich schon darüber gesprochen, diese Aussage in dem Psalm, ich werde sterben, leben. Ich werde leben und nicht sterben, und sondern die Werke des Herrn verkündigen. Ja. Diese bekannte Aussage, die kann in einer Situation, wenn jemand in Bedrängnis ist oder tatsächlich in Todesnot ist, kann ihm dieses Wort zum Rema-Wort werden, wenn der Heilige Geist es in seinem ihm einfach im Geist gibt und so weiter. Und der weiß, daran klammere ich mich, das nehme ich. Und dann wird das tatsächlich zum Tor, zum Leben. Und das Wort wird umgesetzt. Das heißt also, das eine ist, dass du die Bibel liest, bitte wirklich. Ja? Also wir stellen fest, dass viel zu viele Christen eigentlich nicht echt gegründet sind im Wort, sich nicht damit genug mit beschäftigen. Also einfach Logos, ich sag mal, in sich aufnehmen. Aber gleichzeitig muss es dazu kommen, dass das Wort dir auf einmal wie so ein prophetisch dich anspringt und du weißt, das gilt jetzt für mich. Der Heilige Geist spricht dieses Wort uns zu. Ja, das nennt man dann ein Rema-Wort. Genau. Wenn du mit dem Herrn verbunden bist, dann ist der Heilige Geist in dir und er spricht in dir. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich auch einübst in diesem Hören und dass er redet und dass du verstehst und alle diese Dinge. So, jetzt habe ich drüber nachgeforscht, was heißt denn eigentlich dieses Wort stärken? Es gibt Bibeln, du kannst, wenn du sagst, okay, mir fällt das so schwer mit dem Bibellesen und ja, und dann lese ich ja auch mal ein ganzes Kapitel und dann habe ich es ja doch nicht verstanden und dann fange ich wieder von vorne an. Also ich würde dir raten, vielleicht erst mal weniger Text zu nehmen, aber dann den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir dieses Wort aufschließt, dass er dir das zu einer Quelle macht, die in dir sprudelt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Herr treu ist und dass er das tut. Ja. Und dass er genau dieses Rema-Wort für mich zu einem Felsen macht, auf dem ich stehen kann. Und ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Rema-Wort. Das ist aber jetzt, ein uns bekannter Pastor in seiner Jugendtage, der hatte sich also in eine Frau verguckt und jetzt wusste er nicht, ist es vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn. Und er hat das gemacht, hat gesagt, Herr, ich brauche ein Rema-Wort, ich werde jetzt die Bibel aufschlagen und ich brauche ein Wort von dir. Das muss wirklich passen. Und dann, er hatte aber schon eine sich ausgesucht. Ja, der hatte eine, die wollte auch und so weiter. Er wollte nur noch, dass der Herr das wirklich auch bestätigt. So, ne? Nimmt seine Bibel und schlägt das auf und
auf irgendeine Bibelstelle und da kommt er in eine Beschreibung, wahrscheinlich bei Hesekiel, wo es darum geht, also dieses Ding ist so und so viel Ellen lang und so viel Ellen breit und so viel Ellen hoch und das ist so und so viel und so weiter, so eine Beschreibung, eine technische Beschreibung von irgendeinem Bauwerk. Und er war happy und glücklich und gesegnet, seine Freundin hieß Ellen. Also das ist natürlich eine lustige Story, nicht immer. Die sind heute noch verheiratet. Ja, das stimmt. Und sehr stark im Dienst. Also ja. Ja, das sind auch manchmal diese ganz einfachen Rema-Worte, wo ich sage, der Herr ist so treu, er kennt uns und er ist so liebevoll und wie soll ich sagen, er hilft uns dann auch noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Das ist schon so, aber oft ist es auch so, dass einfach wirklich Worte der Erkenntnis aus dem Lesen des Wortes kommen, aus dem Hören des Wortes kommt der Glaube. Du wirst aufgebaut und dieses Wort stärken hier in diesem Text, das bedeutet ergreifen, festhalten, nicht loslassen, Mut fassen und sich selbst ermutigen in dem Wissen, dass Gott groß ist und in der Lage, aus selbst dieser hochbrisanten Situation herauszuhelfen. Dass Gott groß ist, das musst du wissen. Er wird eine Lösung haben. Vielleicht erinnerte sich David auch an viele Weidesituationen. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, wo er wirklich alleine war, wo er Gefahr ausgesetzt war, wirklich rein körperliche Gefahr. Und er musste das üben. Und er wusste aus diesen Situationen, Gott kann übernatürlich ihm helfen. Gott ist ein Gott des Übernatürlichen. Und Gott kann Dinge in deinem Leben hervorbringen, die du nicht für möglich hältst. Tatsächlich. Das Amen. Wort stärken meint auch wissen, dass von Gott Stärkung kommt. Du musst wissen, dass Gott dich stärken will und stärken kann. Ja. Ich habe heute ein Zeugnis gelesen von einer lieben Freundin, die ist durch eine Krebssituation durchgegangen und sie sagt, ich habe gewusst, der Herr wird mich durchtragen. Ich habe gewusst, wenn ich ins Krankenhaus gehe, wie ich getragen bin von ihm. Ich habe mich immer auf das Wort gestellt. Ich habe Lobpreis gehört. Ich habe mich fokussiert auf Gott. Ich wusste, Gott gibt mir die Kraft. Gott gibt mir die Stärke, dass ich da durchgehen kann. Und sie ist tatsächlich siegreich da durchgekommen. Halleluja. Also ich war am Schluss von diesem Zeugnis, ich war so dankbar und so gesegnet. Es war wirklich ein schwerer Abschnitt im Glaubenslauf für diese Person. Das Wort hat eine Aufforderung, stark zu sein. Das Wort stärken, stärke dich in Gott. David stärkte sich in Gott. Er wusste, er braucht diese Stärke nicht nur für sich, sondern für die Leute, die um ihn rum waren, die so verbittert und sauer und wütend waren. Er brauchte das Wort auch für die Situation, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Tja. Wie soll dieses Ding sich öffnen für mich und für die Leute, die bei mir sind? Und wie soll es sich öffnen für die, die in Gefangenschaft weggeführt sind? Der war ja wirklich am Ende von der Sackgasse angekommen. Am Ende von der Sackgasse, aber wirklich. Und die Aufforderung, stark zu sein, steht häufig in Verbindung mit einem Verheißungswort und bezieht sich auf die Treue Gottes. Schau, du musst Ausschau halten nach Worten der Verheißung. Du hast es angesprochen, ich werde leben und nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkünden. Es gibt so viele Verheißungsworte in der Bibel und ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sie eintüten, man muss sie verinnerlichen, man muss sie im Herzen bewahren, denn das Wort ist lebendig. Es ist nicht ein Kopfwort. Du brauchst nicht jetzt alle theologischen Feinheiten zu verstehen, sondern du musst das Wort trinken, das Wort essen. Es wird dir zu einer Stärkung werden. Jeremia sagt, fand ich Worte von dir, so habe ich sie gegessen. Genau, habe ich also Worte von dir gefunden. Richtig in sich aufgenommen. Ja. Weil er wusste, dass dieses Wort von Gott nicht
Brot allein im Natürlichen ist, sondern was Himmelsbrot ist und dass es seine Seele und seinen Geist stärken wird. So als David sich gestärkt hat in Gott und Gott gesagt hat, soll ich ihnen nachjagen, wirst du sie in meine Hand geben? Er hat vorher dann dieses Ephod bringen lassen, das könnt ihr lesen. Und dieses Ephod ist ein Teil der priesterlichen Kleidung gewesen. Und er hat es getragen. Ja, das ist nochmal ein extra Thema, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Und das Verheißungswort kommt zu David. Jage ihn nach, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Verstehst du? Das ist für dich, für deine Situation heute. Richtig. Jage dem Feind nach. Ja. Das, was dir geraubt wurde, exakt, jetzt in deiner Familie, in deinem Leben, in deinem Glaubensleben. Wir haben gehört, gelesen von vielen, die sagen, ich will mehr von Gott, ich brauche mehr von Gott. Ich merke, dass ich so cool geworden bin. Ich will mehr da haben. Ich brauche mehr dieses lebendige, starke Gotteswort. Ja. Und das, was verbrannt ist. Ja, dieses, was verbrannt ist, was weggeführt wurde, was gefangen. Guck, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. So steht es in der Bibel. Er ist ein Lügner von Anfang an. Und er ist gekommen zu rauben und zu morden. Er ist gekommen, dein Leben von dir wegzunehmen. Er ist gekommen, deine Kinder wegzunehmen. Ich habe heute wieder von jemand auf dem Anrufbeantworter gehört, wie sehr er darunter leidet, was mit der Tochter passiert, die in schwierigen Beziehungen steckt, feststeckt anscheinend. Das ist Raubzug. Das ist Verbrennen der Beziehungen zu den Eltern, dieses Wahrnehmen, dieses Akzeptieren des Rates der Eltern. Da stecken sehr viele Leute drin. Das sind viele Gebetsanliegen, die wir in der Richtung kriegen. Ja, und wir wollen einstehen dafür, dass wir diese Raubzüge des Feindes nicht akzeptieren und einfach so lassen. Wir akzeptieren keine Hörstürze. Ja. Wir akzeptieren keine Herzgeschichten. Ja. Wir akzeptieren keine Krebssachen, keine Diabetes. Wir akzeptieren keine geschwächten Immunsysteme. Ja. Wir beten Gegenteil, dass das Immunsystem aufgebaut, gestärkt ist, übernatürlich. Der Herr kann deine Zellstruktur so stärken und so aufbauen, dass du nicht in irgendwelche Krankheitssachen reinkommst. Ja. Jage ihnen nach. Du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. So, das ist ein Wort, was für uns gilt, gerade in dieser Situation mit diesen ganzen Virusgeschichten, mit der Bedrängnis, mit der Angst. Guck nicht auf die Angst. Guck mal, David, bei David heißt es nicht, oh, David schaute sich ständig die Leute an und er hatte noch mehr Angst und noch mehr, nein. Oder die Trümmer und die Asche. Genau, er schaute nicht ständig auf die Asche, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern er hat gesagt, ich stärke mich in Gott. Ja. Gott ist mein Fixpunkt, ich weiß, Gott ist treu. Er hat mich durch so vieles durchgebracht und auch in unserem Leben ist es doch so. Wenn du hier sitzt und zuschaust, das ist doch deshalb, weil Gottes Treue über deinem und meinem Leben ist. Nicht wahr und nicht irgendwie, oder schon wahr ist und sein wird. So. Gott ist treu. Und so war es bei David auch. Wenn du von Gott ein Wort erbittest, dann sei sicher, dass er dir Rat geben wird. Denn das war ja das, was David gemacht hat. Er hat Gott quasi vorgelegt, soll ich ihnen nachjagen und werde ich sie einholen? Und so war es auch. Manchmal sagen Leute so im Gespräch, ja, ich habe das ja versucht, Gott zu fragen und dann hat es nicht geklappt und Gott hat nicht geredet und ich habe ihn auch nicht so verstanden und eigentlich weiß ich auch gar nicht, wie man das macht. So, ich will dir mal ein paar Tipps geben, die wir so praktizieren und wie wir gelernt haben, auf die Stimme Gottes zu hören. Du hast das ja das letzte Mal schon mal gesagt, echt? Dass Gott zu dir spricht, gerade dieses prophetische Wort, was du empfangen hast, dass du das in deinem Geist hörst. Ja? Und was wir machen, das ist, dass wir uns wirklich Zeit
nehmen. Verstehst du, Zeit wird immer... Zeit ist extrem wichtig. Zeit wird immer sagen, ich bin nicht da. Sie wird immer sagen, du hast keine Zeit. Und der Feind ist auch dran, dass er dir, so wie du vorhast, dich mit der Bibel zurückzuziehen, wird er dir sofort sagen, was du alles noch zu tun hast. Ja. Du brauchst also diese Entscheidung, dich zurückzuziehen, auch aus dem Getümmel, was gerade um dich rum abgeht. Mit dem Getümmel meine ich eigene Gedankenstrukturen, negative Gedanken, Gedanken der Angst, Gedanken der Depression, Gedanken der Sorge, der was sollen wir morgen anziehen, was sollen wir morgen essen, wie soll das morgen nach dieser Krise weitergehen, wie soll unser Geschäft weitergehen, wie soll mein Job weitergehen, wie soll das mit meinen Kindern weitergehen. Diese sind die Dinge, die Getümmel sind, weil sie beschäftigen unsere Gedanken und das ist wie ein Ding, was sich ständig dreht und wir kommen nicht da raus und meinen nicht den Punkt zu kriegen, dass wir uns auf Gott konzentrieren können. Ja, viele Leute kommen gar nicht mehr zum richtigen Schlafen dazu beispielsweise. Ja, genau. Schlaflosigkeit, Unruhe. Genau. Entscheide dich, das ist wirklich, wirklich eine Entscheidung, entscheide dich, wegzuschauen von den Unmöglichkeiten. Ja. Es gibt so viele Dinge, die unmöglich aussehen, das kann man sich gar nicht genug vorstellen. Und diese Gedankenhetze und diese Verlustgedanken und diese negativen Stimmen des Feindes. Viele haben negative Stimmen des Feindes auf dem Ohr, der ihnen ständig erzählt, was alles falsch ist in ihrem Leben. Der erzählt ihnen, dass sie sowieso nicht richtig sind und dass sie auch nicht richtig glauben und dass sie auch Gott gar nicht hören. Das, weißt du was, wenn du das hörst, dann kannst du eins zu eins davon ausgehen, dass es ein Raubzug des Feindes ist in deinem Leben, dass er dir Zeit mit Gott madig machen möchte. Du musst eine Entscheidung treffen, dass die Stimme des Feindes keinen Raum in deinem Leben hat. Du musst wegkommen von den negativen Erwartungen. Rede nicht immer von dem, was immer noch schlechter wird. Rede nicht von meiner Krankheit, sondern Schulden. Meinen Schulden oder egal welches Thema. Rede nicht von den negativen Erwartungen. Denn dein Verhalten wird sich in die Richtung deiner Worte bewegen. So, und dieses Zeitnehmen... Ja. Da gibt es ja diese Aussage, fällt mir gerade ein. Was du mit dem Mund aussprichst, das hörst du mit deinen Ohren und das beeinflusst direkt, unmittelbar deinen Glauben. Also das, was wir aussprechen, abgesehen davon, dass es kreative Kraft hat, was wir aussprechen, wird Realität werden, ist etwas, was unseren Glauben ganz, ganz massiv beeinflusst und es ist sehr wichtig, auf seine Worte echt, wirklich, ganz real zu achten. Denn das, was man ausspricht, wird kommen. Und vieles, was Christen sagen, ist im Grunde genommen bei Licht besehen nichts anderes als eine echte Selbstverfluchung. Ja. Im Philipperbrief steht es, kommt mit Flehen und Danksagung zum Thron der Gnade. Kommt mit Flehen und Danksagung und sorgt euch nicht. Das sind Dinge, die im Neuen Testament verankert sind als Wahrheiten, die an ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder betont werden. Und wir dürfen kommen und wir dürfen flehen. Wir dürfen erwarten, dass Gott Türen öffnet. Ja. Und im Römer 8, 28 heißt es, alle Dinge müssen uns zum Besten mitwirken, denen, die Gott lieben. Beginne in Gottes Wort zu lesen, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Studier doch mal ein bisschen. Frag doch den Herrn, was für ein Wort betonst du? Und dann forsch doch mal nach, was heißt denn dieses Wort? Was soll ich da machen? Was hat das in meinem geistlichen Leben an Bedeutung, wenn die Dinge sich ändern? Und bete, wenn du in diesem Studieren bist, wenn du in dem Lesen von Gottes Wort bist, weiterkommen möchtest, dann bete vorher. Bete, Heiliger Geist, du lebst in mir und ich bitte dich, dass du die Quelle in mir öffnest, dass ich dein Wort verstehe.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du an meiner Seite bist. Und Vater im Himmel, ich weiß, du bist treu in meinem Leben. Ich danke dir, dass du dich über mich erbarmst. Ich danke dir, dass du dich um meine Kinder kümmerst. Ich danke dir, dass du meinen Job im Auge behältst. Schau, Gott entgeht nichts, sondern er ist in deinem Leben, über deinem Leben, in ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Dein Leben gehört doch ihm. Wie soll er dir mit ihm nicht alles schenken? Warum willst du dich fürchten? Und, warum willst du dich fürchten? Ja. Interessante Formulierung, ja. Warum willst du dich fürchten? Gott ist hier. Gott ist treu. Gott wird für dich sorgen. Gott wird dir Türen öffnen. Und in Jesaja habe ich gefunden, Jesaja 50, Vers 10, wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Das ist das Stärken in Gott. Ja. Und in Jesaja 12, Vers 2 heißt es, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Heil heißt Jeshua. Jesus ist der Heiland. Jesus ist mir zum Heil geworden. Ja. Und in Epheser 1, Vers 13 und 14 heißt, ihr seid gläubig geworden an Jesus, denn dem ihr euer Leben gegeben habt, nachdem ihr das Evangelium gehört habt. Die gute Nachricht eures Heils, die hast du gehört. Du hast Ja gesagt zu Jesus. Das Heil, das Jeshua, dieses Rettung, Erlösung, Wiedergutmachung, Wiederherstellung, das gehört dir. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand unseres Erbes und die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Lass dir die Verse nochmal durch den Kopf gehen. Lass sie reinsickern in dein Herz. Sie sind so voller Wahrheit, so voller Stärke, so voller Zuversicht. Mich stärken solche Verse in der Bibel immer wieder. Ich liebe das. Ich brauche das. So, und am Ende des Berichts in 1. Samuel, da kommt dann im Vers 19 von Kapitel 30 der verheißungsvollste und schönste Vers, der heißt nämlich, und es fehlte ihnen nichts, gar nichts. Gott hatte den Plan, ich lese euch das nochmal kurz vor, und es fehlte ihnen nichts vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute, noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Schau, das ist das, was wir auch von den Gebetsanliegen, die bei uns reinkommen, was wir beten, was wir erwarten. Dass der Feind die Dinge rausgeben muss, dass er der Gejagte ist. Und nicht der, der euch oder uns jagt. Und dass die Beute, die er uns geraubt hat, das, was er uns weggenommen hat, das, was er zu Asche machen wollte, dass das wieder zu uns zurückfindet, ja, dass es uns wieder erstattet wird, ja, dass wir die Sieger sind und nicht die Verlierer, dass wir nicht der Schwanz sind, sondern der Kopf, dass die Waffen, die gegen uns geschmiedet sind, es nicht schaffen, uns zu überwältigen, sondern wir werden die Überwinder sein. Und du und ich, wir werden ein Zeugnis aus den Situationen haben, in Amen. Die wir gekommen Amen. Sind. Wo wir in Bedrängnis gekommen sind, wir werden ein Zeugnis haben und unser Zeugnis wird stark sein. Und das ist dieses und es fehlte ihnen nichts. Weder Söhne, Töchter, Großes, Kleines, alles. Und es heißt sogar, dass David von den Philistern, vom Feind, riesige Beute gemacht hat. Das waren aber keine Philister. Nein, aber von dem Feind. Von diesem Feind. Von diesem Amalekiter. Feind. Amalekiter, genau. So, also ich hoffe, es hat dich jetzt ermutigt und ich wünsche mir so sehr und ich bete dafür, dass du gestärkt bist in deinem Geist, dass du gestärkt bist in deinem Glaubensleben, dass deine Erwartung, dass der Herr an deiner Seite ist, richtig viel
Kraft und Zuversicht hast. Amen. Und wenn der Feind dir erzählt, dass du das, was dir geraubt worden ist, oder das, was in deinem Leben sozusagen zur Asche geworden ist, dass du das nicht wiederherstellen kannst, dass der Herr dir das nicht wiedergeben wird, dass das verbrannt oder vernichtet sein wird, dann musst du wissen, der Teufel ist ein Lügner. Ja, Amen. Er ist ein Lügner, er wird immer lügen, er wird immer lügen. Und du musst dich darauf verlassen, was der Herr hat, und nimm doch so eine Bibelstory und sag, ich nehme das, wie es David in dieser Situation gegangen ist, und ich nehme das etwas und das halte ich dem Herrn vor und sage, du hast das für David getan, tu das für mich. Und dann benennst du, was dir geraubt worden ist, Amen. Dann benennst du, was dir in Schutt und Asche gelegt worden ist und sagst, Herr, guck mal, du hast das für David getan und du tust es für mich und du nimmst so etwas, so eine Story, und betest deine Gebetsanliegen da hinein. Ja. Du betest mit der Bibel. Ja, du betest mit der biblischen Wahrheit. Du, da kann kein Teufel und nix hat die Macht, da irgendwas dagegen zu stellen, wenn du biblische Wahrheiten nimmst und in dein Gebetsleben hineinbringst. Das hat eine sagenhafte Power. Ja. Ne? Ja, dann bete doch mal gerade dafür. Ja, wir wollen beten jetzt auch für die, die jetzt hier gerade zuhören. Und wir wollen uns eins machen in der Erwartung, dass der Herr seinen Sieg in unserem Leben aufrichtet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in deiner Treue über unserem Leben wachst. Wir danken dir, dass du unser ganzes Leben, unseren ganzen Glaubenslauf im Blick hast. Wir danken dir, dass du den Glauben in uns angefangen hast und dass du ihn vollenden wirst. Wir danken dir, dass du Kraft in unser Leben geben willst. Wir danken dir für jede Zuversicht, für jede Hoffnung, für jede Auferbauung, für jede Erquickung. Wir danken dir für jeden Segen, der aus deiner Hand in unser Leben strömt. Herr, wir kommen an gegen jede Krankheit, gegen jeden Schmerz, gegen jeden Raubzug in unseren Familien, bei unseren Kindern, bei unseren Jobs, bei den Jobs unserer Kinder. Herr, wir kommen gegen den Feind an, weil wir in der Autorität gehen und leben, die du uns gegeben hast. Gegen die Raubzüge. Wir preisen und wir ehren dich, Herr, dass du uns siegreich aus diesen Situationen herausbringen wirst. Wir danken dir, dass du ein Zeugnis aufrichtest in unserem Leben. Wir danken dir, dass du gesagt hast, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, nichts, keine andere Kreatur kann uns von dir scheiden, von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Herr, wir danken dir, dass deine Liebe über allem ist. Wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben. Das ist dieses, was uns trägt durch Zeit und Ewigkeit. Und wir preisen und wir ehren dich. Wir hören nicht auf zu bitten und zu flehen, mit Kühnheit, mit aufgedecktem Angesicht, vor deinem Thron der Gnade, dass wir nehmen, Gnade um Gnade, aus deiner Fülle. Und wir preisen und wir ehren dich schon jetzt. Schon jetzt. Und wir werden ein Zeugnis haben, weil du ein Zeugnis in unserem Leben aufrichtest. Ja. In Jesu Namen. Herr, und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass alles, was der Feind geraubt hat, alles, was er uns gestohlen hat, alles, wo wir irgendwie von ihm übers Ohr gehauen worden sind, egal was es sein mag, egal welchen Namen es hat, ob es im beziehungsmäßigen Bereich ist, ob es im Bereich ist von Finanzen, ob es im Bereich ist von Gesundheit, egal was immer es sein mag, wo immer der Feind Raubzüge gefahren hat, wo er immer siegreich erste Mal uns bestehlen konnte, für jeden, der zuschaut, für jeden, der dabei ist, bete ich jetzt, dass ich jetzt, heute, in diesem Moment, diese Schlacht wendet. Ich spreche aus, da gibt es einen Turnaround. Da gibt es etwas, wo die Situation sich ändert und wo der Jäger zum Gejagten wird und wo wir hinterher eilen und die Dinge, die uns geraubt und gestohlen worden sind, wieder zurückfordern für uns. Wir werden Beute machen, wir werden unser Besitzstand zurückbekommen, wir werden das, was uns geraubt worden ist, einfach wieder erhalten im Namen Jeshua Mashiach. Wir stehen da drauf und wir wissen, die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das ist sein Job. Unser Job ist zu widerstehen, sein Job ist zu fliehen. Super, super Arbeitsaufteilung. Und das fordern wir hier dafür. Wir fordern das für uns als Kinder Gottes, genau diese Situation kommt, dass der Feind flieht und dass das, was uns geraubt worden ist, zurückerstattet wird in dem Maße, wie die Bibel es sagt. Ja? Wir akzeptieren nicht, dass wir die Gejagten sind. Wir akzeptieren nicht, dass wir besiegt sind und attackiert sind, sondern wir fordern im Namen Jesus Christus, dass wir diejenigen sind, die die Versorgung und den Shalom, den Frieden, den Segen und alles, was der Herr für uns hat, in Fülle genießen können.
in Fülle genießen können. Da geht es beispielsweise darum, dass verlorene Kinder zurückkommen zum Herrn, dass Familien wiederhergestellt werden. Da geht es beispielsweise darum, dass Gesundheit wiedererstattet wird, die der Feind geraubt hat. Ja, da geht es beispielsweise darum, dass Dinge, die finanziell blockiert sind, wo Arbeitslosigkeit droht, wo Schulden drohen, wo was weiß ich, ein Erbe nicht zu der Person findet und, dass das freigesetzt oder ein Haus nicht verkauft wird. Es gibt Leute, die wollen gerne ein Haus verkaufen, das funktioniert nicht. Wir sprechen aus all diese Dinge. Das kommt ein Fluss rein, ein Segen rein. Amen. Und die Hand des Herrn liegt darauf und die Dinge werden sich wenden. Ja, wir fordern diese Zicklack-Situation in unserem Leben. Wir fordern, dass das, was der Feind uns geraubt hat, genau wieder zurückerstattet wird. Und alles andere, was der Herr für uns hat, obendrauf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute hat noch jemand uns was zugeschickt, ein Wort, was ich sehr, sehr ermutigend fand. Und das passt jetzt auch so in diese Situation mit Zicklack. Und das lese ich euch jetzt vor. Und ich glaube, es wird dich segnen. Ich werde dich aus den Schwierigkeiten herausholen, erklärt Yahweh. Herausbringen aus der Auseinandersetzung. Ich werde dich aus den Schwierigkeiten herausholen, erklärt Yahweh, auch wenn du von allen Seiten beunruhigt bist. Auch wenn man nicht vorwärts gehen kann, nicht umkehren kann, weder nach rechts noch nach links gehen, bleib einfach stehen und sieh meine Erlösung und meine Errettung. Ich bin mit dir auf jeder Seite. Ja. Ich bin deine Nachhut. Ich bin vor dir. Ich stehe zwischen den Schwierigkeiten, um dich zu verteidigen. Und du bist immer sicher bei mir. Ich werde deine Schlachten für dich schlagen, erklärt Yahweh. Ich bin nie bedroht, niemals beunruhigt, nie überrascht von den Strategien des Feindes und ich kann nie besiegt werden. Ich werde für dich kämpfen und du wirst den Sieg sehen, erklärt Yahweh. Verzweifle nicht an dem, was der Feind sagt. Er kann mich nicht niederschreien. Sein Brüllen ist zu klein im Vergleich zu meinem, erklärt Yahweh. Amen dazu. Ich werde sogar mein Brüllen in dich hineinlegen und du wirst den Feind niederbrüllen und fürchte ihn nicht und verkrieche dich nicht. Ich habe dich zu einem erbitterten Kämpfer gemacht. So wie David gegen den Löwen und den Bär siegte, habe ich dich vollständig ermächtigt, das Gleiche zu tun. Hab keine Angst. Halleluja. Ich habe dich dazu gebracht, aufzustehen und du bist unbesiegbar und furchtlos, erklärt Yahweh. Der Wettbewerb ist bereits zu deinen Gunsten ausgeschrieben. Aber ich werde dafür sorgen, dass du ungeschlagen sein wirst. Ich bin immer bei dir und ich bin immer dein Erfolg. Du wirst immer in mir triumphieren. Du wirst meine Rüstung anlegen und den Feind attackieren. Er ist kein Gegner für mich und kein Gegner für dich. Halleluja. Der Ich bin mit dir wird deinen Sieg sichern, erklärt Yahweh. Du wirst einen sicheren Aufenthalt haben. Amen. Amen. Das fand ich sehr cool, schön. Cool, sehr schön. Ja. Okay, Martin, jetzt. Jetzt? Das, wo alle drauf gewartet haben schon. Nee, ich habe noch einen Job für dich. Okay. Sprich? Stell das mal vor. Okay. Oh ja. Das kommt nämlich gleich, erwähne ich das. Und ja, genau. Okay. Also, vor, habe ich ein bisschen was aus erzählen? Nee. Okay, ich mache es trotzdem. Vor Jahren hatte Martin damit angefangen, sich für Israel zu interessieren und auch nachzuforschen, wie ist das mit den Festen, die Gott angeordnet hat, auch im Alten Testament angeordnet, genau beschrieben hat. Und er hat darüber gesessen und geforscht und wie ist das mit den 7 Festen des Herrn. Und dann hat er diese kompliziert aussehende das ist super einfach. Den Jahreskreislauf
Man muss nur wissen, wie es konzipiert zu verstehen ist. Genau. Er ist gar nicht so schwer, wenn man nämlich einsteigt in die sieben Feste der Bibel. Die sind hier in dieser kleinen Bibliothek zusammengefasst. Für jedes Fest, das Gott angeordnet hat, dass das Volk Gottes, die Israeliten, es halten sollten, hat Martin diese Feste genau beschrieben, also zum Beispiel Passa oder das Laubhüttenfest oder Schabbat oder Sukkot. Nein, Sukkot ist das Laubhüttenfest. Also alle diese Feste, Rosh Hashanah, alle diese Feste, die hören sich vielleicht für den einen oder anderen von dem hebräischen Titel etwas schwierig an, aber du wirst sie ja wiederfinden in deiner Bibel. Und das Interessante, was ich daran liebe, Martin hält darüber Seminare, das Interessante finde ich immer, dass er diesen großen heilsgeschichtlichen Bogen spannt, der in den sieben Festen, die Gott angeordnet hat im Alten Testament, jetzt haben wir das wieder von vorhin, das Alte und das Neue Testament, da ist dieser heilsgeschichtliche Bogen drin. Und man kann in den Festen sehen, wie Gott diesen Ablauf der Zeiten kodiert hat, ja, festgelegt hat, schon da reingelegt hat. Mhm. In den Festen kannst du das sehen. Und diese kleinen Büchlein, die gehören zu einem vollständigen Set. Es ist eine kleine Bibliothek mit diesem Jahreskreislauf. Darin wird genau beschrieben, wie das zu verstehen ist mit dem Jahreskreislauf. Und wer sich damit nicht auskennt oder wer das noch nie gehört hat oder irgendwie so, du kannst das bei uns erwerben, um diese Dinge besser zu verstehen. Also in den Büchlein geht es nicht darum, wie feiere ich als Christ jetzt, was weiß ich, den Sederabend in jüdischer Art und Weise, ja, wobei über Sederabend sage ich sogar was, ja, in jüdischer Weise irgendwelche Feste. Genau. Das wird eventuell erwähnt, aber darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um die prophetische Story, die da drin ist. Ja. Weißt du, vieles im Alten Testament, wo wir als Christen wenig Zugang zu haben, so beispielsweise zu dem ganzen Opfer, ja, das stimmt, Zyklus, all diesen Opfern, die es da gibt, da steckt eine hochinteressante Message drin, die prophetisch ist und so weiter. Ja. Und viele, viele Dinge, da ist eine super Story drin, auch im Schabbat und sonst was. Mhm. Und hier bei diesen Festen, das war das, wo ich mich drum mit beschäftigt habe, ist genial, die gesamte Heilsgeschichte drin zu sehen. Ja. Und das erzähle ich deshalb, oder das sagen wir euch deshalb, weil da gibt es, ich werde gleich darauf eingehen, da gibt es Feste, die sind im Frühling, mhm, dann kommt ein bisschen später Pfingsten und dann kommt eine lange Zeit nicht. Und dann gibt es drei Feste, die sind im Herbst. Und ja, diese Feste haben jeweils, wie gesagt, heilsgeschichtliche Bedeutung und die ersten vier sind schon passiert. Heilsgeschichtlich gesehen. Passiert. Das letzte Fest war hier nach Schawott, Pfingsten, der Geburtsstunde der Gemeinde. So, mit der ganzen prophetischen Bedeutung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Dann kommt eine lange Phase, die sogenannte Sommerhitze, mhm, und dann kommen die Herbstfeste. Und die kommen ganz schnell hintereinander. Und die Herbstfeste ist das, was auf uns zukommt, heilsgeschichtlich. Also das ist das, was gerade, wenn es ums Thema Endzeit geht, super, ja, interessant ist. Und das ist in diesen Festen der Bibel enthalten. Man kann sagen, kodiert, weil man ein bisschen, ja, graben muss, um das zu finden. Aber das ist hochinteressant, was wir daraus lernen können. Und es geht dann wirklich hinein bis zum Schluss zur himmlischen Hochzeit. Es ist absolut, ja, genial, es ist abgedreht. Ja. Ja? Und da ist eben diese Tafel hier ganz hilfreich. Und ich möchte das nur mal ganz kurz zeigen. Vielleicht sieht man es sogar. Du siehst hier oben, du musst es da warte mal, wo bin ich denn überhaupt? Falsch, so rum. Hier oben hast du diese roten, das sind die drei Frühlingsfeste. Die sind schon erfüllt in Jesus. Und hier unten sind so ein paar blaue, lila, das ist, sind die Herbstfeste, die jetzt noch auf uns zukommen. Und die kommen, wie du siehst, in relativ kurzer Zeitphase auf uns zu. Und das ist hochinteressant, vor allem, wenn du sagst, ja, wo befinden wir uns denn jetzt hier auf dem Ganzen? Wo sind wir denn? Oder was kommt denn noch? Was kommt jetzt auf uns zu?
Extrem interessant und ein ganz anderer Ansatz, als das normalerweise so bei diesen ganzen Endzeit-Geschichten der Fall ist. Und ich bin halt mit dem ganzen Thema Endzeit von dieser Seite ausgekommen. Ich habe also nicht mehr da irgendwelche endlosen Bücher über irgendwelche Eschatologie von irgendwelchen Leuten geholt, sondern ich kam über diese prophetische Message und das ist interessant. Und deshalb habe ich da eventuell einen etwas anderen Zugang als manche andere. Und deshalb kriege ich auch, wenn ich irgendwas sage, da häufig einfach auf den Deckel, weil das andere eben anders sehen. Ja. Aber trotzdem, wir wollten das euch sagen, weil ich werde gleich genau darauf mal kurz eingehen. Okay. Okay. Let's go. Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Genau. Halleluja. So, soll ich loslegen? Ja, bitte. Wir sind gespannt. Du kannst mich kurz stöpseln. Okay, super. Die endzeitliche Erweckung heißt das Thema, mit dem ich jetzt, über das ich jetzt mit dir sprechen wollte. Die endzeitliche Erweckung, und da habe ich einen Untertitel noch genommen und habe gesagt, oder die epische Geschichte der Auserwählten Gottes. Die epische Geschichte der Auserwählten Gottes. Gestatte mir diese Formulierung. So, immer wenn es um das Thema Erweckung, Transformation, Reformation vielleicht gar oder Ausgießen des Heiligen Geistes oder solche Themen geht, ich weiß nicht, ist dir vielleicht auch schon so gegangen, dann gibt es einen Haufen von lieben oder auch nicht so lieben Mitchristen, die extrem scharf reagieren, die extrem unfreundlich reagieren, ja, also mitunter richtig beleidigend, verletzend, verurteilend. Andere wiederum, die auch dann ganz ehrlich fragend sind. Und das ist mir schon so oft passiert. So oft passiert. Weißt du, das Thema Endzeit ist ein Thema, da kloppen sich die geistlichen Leiter, die kloppen sich wirklich die Schädel ein. Also es ist unfassbar. Die sind so scharf untereinander. Und jeder weiß es und weiß genau, wie es sein muss. Und die anderen sind alles Irrlehrer. Es ist extrem interessant. Und da muss man einfach wissen, Vorsicht damit, du musst alles prüfen, alles beurteilen, alles schauen und auch das hier, was ich dir sage. Aber für mich ging es eben, ich nenne das mal Erweckung als Sammelbegriff, einfach für eine Bewegung Gottes. Ich meine damit, wenn viele Menschen zum Glauben finden, wenn die Christen erweckt sind und anfangen zu missionieren, wenn Zeichen, Wunder und so weiter geschehen, wenn einfach Reich Gottes gebaut wird. Also das meine ich mal jetzt pauschal mit Erweckung, ne? So, und ich habe ja vor wenigen Tagen, haben wir ein Video veröffentlicht, das hieß Prophetie für Gottes Volk in Deutschland, die Erschütterung wird weitergehen. So, und da habe ich jetzt von den Kommentaren, die es da gab, mir mal einige rausgesucht. Und zwar sind das verkraftbare, es gibt auch welche, die sind wirklich einfach unter der Gürtellinie oder beleidigend oder einfach auch dämlich, ja, aber diese hier, die sind jetzt ganz okay, die ganz heftigen, die werde ich hier nicht weitergeben, aber nur, dass du mal verstehst, wie das ist, wie Leute darauf reagieren, wenn es um das Thema geht, wir gehen in eine Erweckung, es wird eine gemächtige Bewegung Gottes gehen. Dann gibt es Leute, die sagen, das finde ich nicht in der Bibel, das ist etwas, was absolut unbiblisch ist und die reagieren dann entsprechend. Also hier beispielsweise Richard. Richard hat geschrieben, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also als Kommentar auf dieses prophetische Wort, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, denn mit welcher biblischen Grundlage bestätigt er seine Prophetie? Prophetie in Anführungsstrichen. Ich sehe keine. Die Bibel sagt das nach meinem Verständnis nicht aus. Was nicht heißt, dass ich auch falsch liegen könnte. Aber die ganze Bibel spricht leider vom Gegenteil. Alles wird erschüttert werden und die Christen werden in absehbarer Zeit verfolgt werden. Okay. Das ist die Frage nach der biblischen Grundlage für diese prophetischen Worte. Ich meine, wenn er schreibt, alles wird erschüttert werden, der Titel des Clips heißt, die Erschütterung wird weitergehen. Also das ist ja nun hoffentlich nicht strittig. Ja. Ein anderer hat geschrieben, Dimka, wahrscheinlich irgendein Kürzel. Also ich bin mir sicher, dass es stimmt. Aber wo genau habt ihr das in der Bibel gelesen? So, das finde ich beispielsweise eine super gute und faire Aussage. Das ist jemand, der sagt,
wo ist es? Ich brauch's. Mhm. Das ist wie im Beröa. Sie forschen in der Schrift und sagten, wo stimmt's denn? Wo steht's denn? Ich muss es wissen, ja. Es richtig. Muss belegt sein. Das ist absolut in Ordnung. Das ist genau richtig. Ne? Verurteilung, ohne da tiefer einzusteigen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ein gewisser Marco hat geschrieben, der fängt erstmal mit einer Entschuldigung an. Der sagt, sorry, meine lieben Mitchristen, Brüder und Schwestern, dass ich harte Worte benutze. Aber das muss hier an dieser Stelle sein. Das ist völliger Schrott, was hier verkündet wird. Nirgends in der Bibel ist vorausgesagt, dass es in der letzten Zeit eine Erweckung geben wird. Aber das Gegenteil finden wir im Wort. Dann kommen drei Bibelstellen. Diese sagen, dass viele falsche Propheten aufstehen und viele verführen werden. Hier haben wir einen solchen falschen Propheten. So, ja, wie gesagt, das ist eine Meldung. Ja, wie gesagt, er entschuldigt sich erstmal für das, was er sagt. Sagt, das ist Schrott. Nirgends in der Bibel wird sowas gesagt. Ne? Okay. Und dann eben, weil es nirgendwo gesagt ist, muss das ein falscher Prophet sein. Gut. Okay, damit muss man eben, wenn man ein Wort weitergibt, wo man sagt, das habe ich vom Herrn empfangen, damit musst du rechnen. Ich habe das ist der Punkt, dass es häufig nicht so leicht ist, prophetische Dinge, die du empfangen hast, die dir heilig sind, die dir wichtig sind, die du wirklich mit dem Herrn gerungen hast. Du hast ja einen Weg mit dem Herrn. Ja? Wir sind 30 Jahre, strecken wir uns nach Übernatürlichem aus, strecken wir uns nach dem Reden des Herrn aus und so weiter und so. Das ist ja nicht einfach so gekommen. Ja, da ist ja was dahinter. Und dann ist das etwas, was wirklich einem kostbar ist. Und man weiß, wenn man das publiziert, gibt es Leute, die so reagieren oder heftiger. Und das ist natürlich schon in einer gewissen Weise etwas, was du erstmal wegstecken musst. Die Bibelstellen, die er übrigens hier zitiert hat, waren folgende. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Okay, die Bibelstelle nutzt er, um zu sagen, es kommt ein Abfall. Der Abfall, der Glaubensabfall, der große. Gut, dann 2. Timotheus 3, Vers 1. Da heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Widerspricht jetzt nicht dem, was ich gesagt habe. Und Matthäus 24, Vers 11. Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Wenn es um falsche Propheten geht, dann musst du gucken, wo ist es denn? Einfach an Nachrichten, an Fake News, an überhaupt Nachrichten, die dir kommen. Was wird denn da berichtet? Was ist denn das, was ausgesagt wird? Prophetie sagt, da wird etwas über die Zukunft ausgesagt und da gibt es eine Fülle um dich herum, was überhaupt auf dich einströmt, was Leute glauben, ohne darüber nachzudenken. Und da musst du gucken, was steckt denn da an irgendwelchen falschen Prophetien dahinter? Biblisch oder auch weniger biblisch. Gut, die Vorgehensweise von den Kritikern ist in der Regel so, die sagen, das finde ich nicht in der Bibel stehend. Weil ich es nicht in der Bibel stehend finde, ist es Irrlehre. So, wenn der Typ als Irrlehrer hier also eine Prophetie weitergeht, dann ist es ein falscher Prophet. So, das ist so die schlüssige Folge dann. Und das, wie gesagt, ist mir schon etliche Male begegnet und wahrscheinlich den meisten Leuten, die schon mal sich mit Prophetie beschäftigt haben. Ein gewisser Jürgen, der hat es etwas anders formuliert, der sagte, charismatische Lehre, falsche Propheten. Die Bibel sagt was anderes. Sie spricht vom Abfall, nicht von der großen Erweckung. Schon gar nicht über Deutschland. Dieser ist ein falscher Prophet, der laut des Alten Testaments sterben wird. Zeig mir, wo steht's geschrieben. Und genau das ist mein Punkt. Genau das ist der Punkt für diesen Abend. Das möchte ich tun. Ich möchte zeigen, wo es geschrieben steht. Amen. Amen. Yes. Ich möchte zeigen, wo es geschrieben steht. So, bevor ich da reingehe, möchte ich aber ein paar kleine Vorbemerkungen noch machen. Das wird auch länger dauern hier. Ne? Und zwar, weißt du, in einigen christlichen Kreisen, da gibt es hinsichtlich Endzeit so ein mega, mega düsteres, dunkles, bedrückendes, entsetzliches Bild. Finstere, gewalttätige Zeit, wo du sagst, da sind alle möglichen Arten von höllischen Kräften entfesselt. Ja, also richtig abartig, was da abgeht, richtig fürchterlich. Finsternis. Also, ja, entfesselte Finsternis, alles ist dunkel, alles ist entsetzlich, alles ist fürchterlich. So richtig, die Hölle ist losgelassen. Ne? So, und was diese Leute sehr stark betonen, ist diese eine Seite, diese finstere Seite.
Und die beschäftigen sich auch damit. Und dann gucken sie immer in der Finsternis rum, was ist jetzt wieder Böses passiert, was tut sich da irgendwie wieder bewegen im Dunkeln, und dann werden irgendwelche Sachen daraus interpretiert oder gemacht. Ja? So, und jegliches Positives, nenne ich es mal, helles, segensreiches Wirken Gottes, Wirken des Heiligen Geistes, wird ausgeklammert. Ja? Das heißt, die haben die Endzeit zu einem richtigen Gruselkabinett gemacht, ohne himmlischen Geist, ohne die Gnade des Herrn, ohne das Zeugnis des auserwählten Volkes Gottes in dieser Zeit. Ohne Hoffnung. So richtig fürchterlich. Und da gibt es Bücher ohne Ende und da gibt es Filme ohne Ende. Und weißt du was? Es ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht das biblische Zeugnis. Und ich lese dir mal hier ein Zitat vor aus diesem Buch. Das habe ich ja schon ein, zwei Mal vorgestellt. Dieses Buch, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, das ist ein Buch von uns, wo es darum geht, wie wir dieses ganze Thema Endzeit sehen, vom Ansatz her. Und wo wir über, also wirklich über das Thema umfassend berichten, auch Prophetien drin haben. Wie ist das mit der Endzeit? Jetzt nicht in einem Horrorszenario, auch nicht in so einem Glücksszenario, sagt dem Motto, alles wird super, alles wird, wir haben bald Paradies auf Erden. Das auch nicht, sondern in einer, ich denke, ausgewogenen Art und Weise. Ne? Und ja, da habe ich jetzt ein Zitat raus. Dennoch herrscht seit Jahrzehnten in großen Teilen der westlichen Christenheit freikirchlicher Prägung ein extrem einseitiges, düsteres und bedrückendes Bild der Endzeit vor. Geprägt von dem Szenario Antichrist, falscher Prophet, Mahlzeichen 666, große Trübsal, Verfolgung, Katastrophen und so weiter. In zahlreichen Publikationen zur Endzeit wird eine einseitige, äußerst selektive Sichtweise publiziert, die sich ganz auf das Bedrohliche, Beängstigende, Teuflische und ganz allgemein Negative konzentriert. Und die hoffnungsvollen, ermutigenden und glaubensstärkenden Aussagen der Bibel zum Thema Endzeit fast komplett ausklammert. Das ist absolut nicht legitim. Manche Bücher und Predigten zur Endzeit machen den Feind und seine Aktivitäten geradezu größer als das Gott. Stimmt, das stimmt wirklich. Ja. Katastrophale Situationen werden als echtes Horrorszenario detailliert ausgemalt und dem erschreckten christlichen Leser als verlässliche und unvermeintlich kommende Realität dargeboten. Doch entspricht diese Sichtweise wirklich dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift? Nein, es handelt sich lediglich um die eine der beiden Seiten der Medaille, auf die man den Blick gerichtet hat. Auf der anderen Seite finden wir die biblischen Verheißungen zum siegreichen Voranschreiten des Reiches Gottes. Ja? So, wir glauben, dass das Gesamtzeugnis der Schrift nicht das ist, was die klassische, ich nenne es mal klassische Endzeitlehre, die so in den freikirchlichen Kreisen unterwegs ist, wirklich sagt. Sondern du musst ein ausgewogenes Bild haben. Es wird nicht nur finster sein. Amen. Es wird nicht nur böse sein. Ja. Es wird nicht nur entsetzliches Elend sein. Das stimmt nicht. Lies die Offenbarung. Ja. Da wirst du lesen, das Reich Gottes geht siegreich voran. Amen. Dann kann man fragen, wer ist denn der Herr von dem Ganzen? Ja? Wer eröffnet denn überhaupt den ganzen Krieg und die ganzen Sachen, die da passieren? Ja. Das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist das, was dahinter steht. Das Lamm Gottes bricht das Siegel. Das Lamm Gottes bringt das Ganze in Gang. Jesus ist derjenige, um den es geht. Er allein bestimmt die Tagesordnung. Er allein bestimmt, was da läuft. Es ist unter seiner kompletten, souveränen Kontrolle. Ja, die ganze Geschichte. Nicht der Teufel. Amen. Also, manche Leute haben ein Bild, das ist der Teufel größer als Gott. Das ist völlig daneben. Ja? So, die Trompeten verkündigen sein kommendes Königreich. Und er hat auch das zeitliche Limit für das Ganze gesetzt. Ne? So, pass mal auf, was in Offenbarung 11, Vers 15 beispielsweise steht. Der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, Achtung, das Reich der Welt. Oha, das Reich der Welt, wo wir momentan sind, die Welt. Ne? Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Yes. Der Herr hat das Weltsystem übernommen, ne? Mitten in der Offenbarung. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Yes. So, nicht der Teufel feiert da irgendwelche Siege, sondern hier geht es darum, dass das Reich der Welt unserem Herrn Jesus Christus zufällt. Halleluja. Genau. So, und deshalb sagen wir, es gibt zwei Sachen, die parallel laufen. Das eine ist Dunkelheit, das andere ist Licht.
Ich sage nicht, dass es keine Dunkelheit gibt. Absolut nicht. Natürlich gibt es Dunkelheit, natürlich gibt es die Katastrophen, natürlich gibt es diese ganzen notvollen Situationen. Ja, aber es ist nicht alles. Die Bibel berichtet genauso davon, dass es eine gewaltige Bewegung Gottes gibt. Natürlich kommt der Abfall, von dem die Bibel gesprochen hat. Ja, das habe ich niemals bestritten. Ne? So, die aktuelle Situation in vielen Ländern, auch unserem, ist die, dass, wie es in Jesaja 5, Vers 20 beschrieben ist, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und das Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Du wirst mir zustimmen, das ist das, was in vielen Ländern dieser Welt momentan, passiert. Das ist eine völlige Abkehr von den Maßstäben Gottes. Ja. So, ne? Aber das ist nicht alles. Ne? Es gibt Licht und Dunkelheit, parallel, gleichzeitig. Und so gehen wir davon aus, und wir werden uns das gleich noch anschauen, dass es eine große endzeitliche Erweckung geben wird. Amen. Und wir haben in den vergangenen Jahrhundert, sage ich mal, so den letzten 100 Jahren, ein bisschen mehr, haben wir schon einige, ich sag mal, Schauer von echter Erweckung über der Welt gesehen, so in der Christenheit. Es gab wirklich erstaunliche Bewegungen Gottes. Aber das, was verheißen ist, ist nur annähernd angefasst worden. Das ist nur so ein bisschen berührt worden. Ja? Das, was wir erwarten, ist eine echte, richtige, echte Endzeiterweckung, wo wir sagen, das sehen wir in der Heiligen Schrift vorangekündigt. Und deshalb möchte ich mit euch da einige Bibelstellen betrachten. Weißt du, wenn ich mir so manche Endzeitlehren so anschaue, dann sage ich, das ist genau das, was der Teufel möchte, dass das Volk Gottes glauben soll. Das ist so negativ, ja, so zerstörerisch. Eine winzige, kleine, erlesene Schar, ja, von wahren Gläubigen, die, warum auch immer, es irgendwie in so einer... Geschafft haben. Irgendwie haben die es geschafft, ja. Eine kleine Schar, ne, die wird gerade so gerettet. Und Milliarden von Menschen um sie gehen in die Verdammnis. Und das finde ich gut. Also ich weiß nicht, wie man so ein Gottesbild haben kann, ehrlich. Das widerstrebt zutiefst meinem Verständnis, wie Gott ist und wie er reagiert. Weshalb ist er gestorben? Ja. Ja? Der Herr hat alles gegeben, um Menschen zu retten. Ja. Die Bibel sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Stimmt's? Ja. So, ich gehe davon aus, bis zur letzten Sekunde gibt es die Gelegenheit zur Errettung. Ja, irgendwann gibt es zu spät, aber bis zur letzten Sekunde wird es die Gelegenheit zur Errettung geben. Ja? Yes. So, und natürlich wird es einen Abfall geben. Das hat die Bibel vorhergesagt. Es wird einen Abfall vom Glauben geben. Aber weißt du was? Da brauchst du nicht gar nicht so weit zu gucken. Ja? Das gibt es schon. Das gibt es schon in vielen Bereichen der Welt. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, da hat das einer die Hurenkirche genannt. Ja, also einfach im Bild der Offenbarung gesprochen. Ne? So, ganz schön kerniger Ausdruck, wäre jetzt nicht mein Ding. Ne? Und gleichzeitig habe ich gedacht, das ist der Abfall in diesem, ich sag mal, religiösen System. Und gleichzeitig gibt es eine Endzeiterweckung für der wahren Gläubigen. Und das widerspricht sich doch gar nicht. Ja? Nur auf was man guckt. Im einen Bereich gibt es den Abfall und im anderen gibt es eine Bewegung Gottes. Im einen ist Finsternis, im anderen ist Licht. Yes. Weißt du, wir gehen davon aus, es wird in den vor uns liegenden Jahren wird Licht und Finsternis immer mehr zunehmen. Es wird immer krasser erkennbar sein. Das Zwielicht wird verschwinden, dieses diffuse wird verschwinden. Ja. Man wird Dunkelheit sehen und das ist dunkel und man wird Licht sehen, das ist Licht. Und irgendwann sind es nur noch die beiden. Schwarz, weiß. Yes. Ja, Licht und Finsternis. Stimmt. So, das wird immer mehr passieren. Aber ich kann nicht sagen, alles, was vor uns liegt, ist nur noch Dunkelheit. Das ist völlig unlegitim. Und für die Leute, die keine Gläubigen sind, wird es leichter sein zu unterscheiden. Ja. Sie können leichter eine Entscheidung treffen. Ja, sie müssen überhaupt erst mal das Licht sehen. Momentan ist es ja so, guck mal, die meisten Leute in Deutschland, also wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben wollen, die meisten Leute in Deutschland haben das Evangelium noch nie so gehört, dass sie wirklich... Also richtig, wirklich, bei klarem Verstand und ohne, dass irgendjemand sie beeinflusst hat, was weiß ich, eine Clique von Freunden oder irgendwelche Leute um sich herum, gehört und verstanden und unbeeinflusst eine Entscheidung treffen können, dass er sagt, ich entscheide mich dafür oder dagegen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was die Botschaft
des Evangeliums wirklich ist. Die kennen Kirche, die kennen komische christliches Brauchtum, die kennen alles Mögliche, ja, die kennen, keine Ahnung, Skandale, was ihnen so serviert wird. Ja, aber die eigentliche Kernbotschaft des Evangeliums, warum ist Jesus gekommen? Was bedeutet, dass er gestorben ist? Wie kann ich daran andocken? Was bedeutet das für mich, meine Ewigkeit, meine Familie, mein alles? Das haben die nie gehört. Und das ist ein Skandal. Und wenn die Leute, weil sie es nie gehört haben, verloren gehen, dann ist das unerträglicher Zustand für uns Christen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen die Botschaft hören können und verstehen können. Ja. Und da sind wir in einer Situation, wo uns viele, viele Nationen der Welt kilometerweit voraus sind. Ne? So, also wir glauben tatsächlich, dass der Herr aus seiner Gnade und Liebe allein schon heraus den Menschen die Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen. Ja, immer und immer. Gut, und bevor ich jetzt loslege mit meinen Bibelstellen, habe ich noch etwas, was ich vorher sagen möchte. Und zwar zur weltweiten Situation. Viele Menschen, haben wir festgestellt, haben keine Ahnung, was weltweit abgeht. Ja, das stimmt. Ja, in der Christenheit. Nur hier, was bei uns ist. Ja, die sind sehr beschränkt, die kommen nicht über den Tellerrand raus, die sehen ihre Gemeinde oder ihre Denomination und so, was sie so an Informationen haben, was sie mitkriegen. Und ansonsten wissen wir auch das, was die Nachrichten sagen. Aber weißt du was? Die Nachrichten berichten ja nicht, was draußen im Volk Gottes passiert weltweit. Es gibt gigantische, dramatische Dynamik der Zunahme des Reiches Gottes. Ne? Es ist unfassbar, was momentan beispielsweise im Iran passiert, ja, auch zunehmend jetzt in Ägypten passiert. Ne? In China, das ist noch relativ bekannt, weil da wissen viele, da ist eine große Bewegung Gottes. Ne? Weniger bekannt ist schon, was in Afrika passiert, wo, also unvorstellbar, ja, wo riesige Millionen und Millionen und Millionen von Menschen zu Christen kommen. Weißt du, dass es in Brasilien 60 Millionen Leute gibt, die zu den Pfingstgemeinden sich zählen? 60 Millionen! Ja. Pfingstler. Ja? Und die Nachricht sagen dir, Brasilien wäre ein katholisches Land. So, weißt du, wie viele Christen es in Deutschland gibt? Positiv gerechnet irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen. So sieh dir nun mal die Relation an. Ja? So, wir müssen wegkommen von dem Ding, dass wir denken, das, was wir in Deutschland kennen und was wir hier sehen, so wäre es auf der ganzen Welt. Das ist einfach töricht. Ja. Ja? Du musst wirklich über den Tellerrand rausgucken und du musst wirklich lernen, dich mit den richtigen Informationen zu beschäftigen. Und da möchte ich aus diesem Buch Reich, Kraft, Kerlichkeit nochmal ein Zitat vorlesen an dieser Stelle. Da gehe ich ein bisschen ausführlicher drauf ein, weil das etwas ist, was wirklich wenig in der Christenheit bekannt ist. Aber hier ein kurzes Zitat. Missionsforscher gehen davon aus, dass sich derzeit weltweit zwischen 50 und 100 Millionen Menschen pro Jahr für ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi entscheiden. Das klingt utopisch? Nein, das ist absolut bestätigt. Das ist wirklich verifiziert. Um das Jahr 1000 kamen auf jeden Christen weltweit 220 Nichtchristen. Heute ist, und zwar trotz dieser rasanten Bevölkerungsexplosion, bereits jeder achte Mensch auf dem Globus ein wiedergeborener, gläubiger, bibelgläubiger Christ. Jeder achte. Wie gesagt, bei 1-2% in Deutschland ist es dann jeder anderthalbte. Ne? Jeder achte. Nein, ist ja Unsinn. Jeder 50. 60. wäre richtig. So, und die Tendenz ist steigend. Bei anhaltender Dynamik ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 2-4 Jahrzehnten die Welt tatsächlich mit dem Evangelium erreicht werden kann, keine Utopie, keine Träumerei, sondern etwas, was tatsächlich von der Missionsbewegung umgesetzt werden kann. Es ist realisierbar. So, und dann ist noch interessant in dem Zusammenhang, dass sich seit der Jahrtausendwende mehr Moslems bekehrt haben, als in den gesamten 1000 Jahren vorher zusammengenommen. Und genauso ist es auch, dass in dieser Zeit, seit der Jahrtausendwende, mehr Juden Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, als ihren Messias, als in der gesamten Geschichte vorher. Ja. So, das heißt, da ist eine Dynamik drin. Und wir müssen verstehen, diese Dynamik geht weiter. Die ist ja nicht irgendwie gestoppt. Es ist eine gewaltige weltweite Dynamik der Ausbreitung des Reiches Gottes. Amen. Es ist bereits Erweckung überall auf dem Globus. Wer sagt, es gibt keine Erweckung, der hat sich nicht informiert, was weltweit momentan passiert. Ne?
So, unsere Situation in Deutschland ist nicht normal, wenn du Christenheit anschaust. Ja? Jetzt passiert Erweckung. Und wenn Propheten davon sprechen, dann sprechen die auch über einen größeren Horizont als nur das kleine Deutschland mit seinen paar Christen. Ja? Das spricht von dem, was weltweit passiert. So, und das Schöne ist, dass sie sagen, das, was weltweit momentan geschieht, das wird auch die, ich sag mal, westliche Welt erreichen. Das wird auch Europa erreichen, das wird auch Nordamerika erreichen. Diese Bereiche der Welt werden auch von dieser Welle der Gegenwart Gottes überrollt werden. Und das ist das, was Propheten heute in wirklich hunderten von Fällen gesagt haben. Wir haben dazu auch eine kleine Broschüre gemacht, ein geistlicher Tsunami, wo wir darüber schon mal gesprochen haben und einige Sachen zusammengetragen haben. Und die gibt es als auf unserer Webseite, ja. Die kann man da anschauen. Die haben wir im Print, gibt es sie nicht mehr. Aber wenn du das sehen willst, dir anschauen willst mit prophetischen Aussagen, ist auf unserer Webseite zum PDF, kannst du dir runterladen. Es gibt ja auch viele Gebetsbewegungen, auch in unserem Land, die so undercover laufen, wo Menschen dafür beten, dass unser Land wirklich in diese Erweckung reinkommt, wo unser Land wirklich in diese Erkenntnis kommt, dass Jesus rettet und Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch hier in Deutschland viele Gebetsbewegungen, viele Leute, die vom Ausland her kommen, um hier zu beten vor Ort und hier zu evangelisieren. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Gemeinden, die haben Deutschland sozusagen adoptiert und beten aber richtig dafür. Ja? Und es gibt auch aus Fernost und so weiter, Studenten, die kommen hierher, die studieren hier und gleichzeitig beten sie für die Nation. Ja. Die sind ausgesandt als Beter. Wir kriegen das noch nicht mal mit. Ja? Aber es ist nicht so, dass nichts nicht passiert. Auf dem Weltfokus ist. Die Missionsbewegungen, die das untersuchen, wie entwickelt sich denn die Christenheit in der Welt, die wissen, was los ist in der westlichen Welt. Ja, das ist keine Überraschung für die. Die wissen genau, wo Christenheit wächst. Die wissen genau, was momentan passiert. Mhm. Und die wissen auch, wo aus den Bereichen, den Ländern, wo momentan eben starke Christenheit ist, wo die aktiv sind, um eben in die aus ihrer Sicht abgefallenen Staaten, aus ihrer Sicht zurückgefallenen Staaten hineinzugehen und da Segen und Licht zu sein. Ne? Ja. Okay, aber jetzt geht's los. Lange Vorrede. Hä? Lange Vorrede. Erstens möchte ich mit dir über den Missionsbefehl sprechen. Das ist etwas, das ist extremst wichtig, denn das ist das, was unser Job ist. Weißt du, wir machen so vieles als Christen. Wir machen so vieles. Wir kümmern uns um alles Mögliche. Das, was Jesus gesagt hat, was eigentlich wir tun sollen, das lesen wir in den Missionsbefehlen. Das ist unser Kerngeschäft. Das ist das, was wir zu tun haben. Und so, so viele kommen gar nicht dazu, das zu tun, weil sie irgendwas anderes machen, was bei Licht besehen letztlich nicht biblisch ist. Also im Sinne von auf dem Befehl Jesu, auf diesem Auftrag beruht. So, vor fast schon 2000 Jahren fiel der Heilige Geist auf diese Leute im Obersaal. Man geht davon aus, das waren diese 120 Jünger dort. Ne? Der Heilige Geist kam wie eine Flutwelle auf sie herab, das Feuer wie diese Zungen auf sie und so weiter. Und das war an Pfingsten, an Schawott. Das ist eingebettet in diese sieben Feste da. Ja? Also hier, es gibt einen ganz speziellen Zeitpunkt. Das war hochprophetisch, wann das passierte, wie das passierte, was da geschah, um 9 Uhr morgens. Das ist alles genau nach Plan gelaufen. Ja? 100% nach Plan gelaufen und es war die Geburtsstunde der Gemeinde. Die wir nächste Woche feiern. Tatsächlich. So, es war der Beginn des neuen Bundes. Okay. Kurz vorher hat Jesus den Jüngern eine geniale Zusage gemacht. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er sagt dort, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Markus 16, Vers 15 finden wir ebenfalls den Missionsbefehl. Und da heißt es unter anderem, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt
und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was heißt denn ganze Schöpfung? Jeder Person. Jeder Person. Mhm. Predigt das Evangelium jeder Person, der gesamten Schöpfung. Ja? Bis an das Ende der Erde, ne? In die ganze Welt und der ganzen Schöpfung. Predigt das Evangelium jeder Person. In Deutschland haben wir einen echt guten Job zu machen. Ja? Ja, wenn es 1-2% Christen gibt, dann haben wir einen richtigen Job zu machen, bis wir überhaupt erstmal jedem das Evangelium gepredigt haben. Wie gesagt, die meisten haben es nie gehört. Absolut. So, Matthäus 28, Vers 18 haben wir ebenfalls den Missionsbefehl. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Auf Erden, ja, gut, ne? Im Himmel und auf Erden, alle Macht. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen zu Jüngern. Er hat nicht gesagt, einige aus den Nationen zu Jüngern. Oder? Manche Nationen. Ja, er hat gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Job. Das ist das hohe Ziel, was Jesus uns gegeben hat. Macht alle Nationen zu Jüngern. Mhm. Okay. Dann geht's weiter und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Und das ist interessant, bis zur Vollendung des Zeitalters, bis zum letzten Tag ist er da. Er ist da, yes. Bis das Zeitalter abgelaufen sein wird. Und nach unserer Überzeugung bewegen wir uns da hinein, ne? In dieses Ablaufen des Zeitalters. So, bis zur Vollendung des Zeitalters ist er da und bis zur Vollendung des Zeitalters gilt dieser Job. Macht die Nation zu Jüngern. So, das ist unser Job. Ja, das Problem ist, wenn Leute sagen, ich lese nur was vom Abfall und nichts von der Erweckung, dann ist da so eine gewisse Lethargie drin. Ja, wenn ich nur noch auf den Abfall warte, dann ist das, dass ich die Missionsbefehle Jesu gar nicht mehr ernst nehme, ist ja relativ da. Ne? So. Oder die frohe Botschaft nicht weitergeben. Ja, das ist nicht unser Auftrag. Jesus hat uns gesagt, wir sollen alle Nationen zu Jüngern machen, der ganzen Schöpfung, jeder Person predigen, ans Ende der Erde gehen, alle Welt in die ganze Welt und so weiter. Ja? So, das ist ein irrwitzig hoher Job. Und weißt du was? Er ist nicht erfüllt. Er ist noch nicht geschehen. Der Missionsbefehl ist nicht erfüllt. Aber wir arbeiten dran. Amen. Auf der ganzen Welt arbeiten sie dran. So, es ist weder jeder Person das Evangelium verkündet, schon gar nicht in der westlichen Welt. Die Afrikaner, also südlich der Sahara, sind uns da weit, weit voraus. Noch sind Nationen zu Jüngern gemacht. Ja? Und dieser Auftrag gilt bis zum letzten Tag des Zeitalters. Und nach unserer Überzeugung, das Ziel ist die weltweite Ernte durch Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Yes. Es geht um eine Ernte. Yes. Das ist immer wieder das Bild, was aufgegriffen wird, auch in den Prophetien. Eine Ernte. Es geht um Ernte für das Reich Gottes. Und dann gibt es hier nur noch auch folgende Aussage. Erst wenn die Fülle der Heiden eingebracht ist, dann wird diese Mission enden. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Die Vollzahl der Nationen. Mhm, alle. Ja, die Vollzahl der Nationen. Ja. Da kann man natürlich meinen, man kann jetzt da irgendwie dran rumschrauben und sagen, das versuchen runterzudimmen, aber hier steht, die ist die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Wohin denn hinein? Ja, in diese Scheunen, sage ich mal, in die Ernte hinein. Die in der Ernte sind, müssen geerntet werden. So, und das ist der Auftrag, der uns gegeben ist. Ja. Die Fülle der Heiden muss erstmal eingebracht werden. Der Job ist nicht getan. Das ist noch nicht passiert. Aber überall auf der Welt arbeiten Leute dran. Die beten dafür, die ringen dafür. Ja, der weitaus größte Teil, ich glaube 80% aller Missionare, die momentan überhaupt aktiv sind, die kommen von der südlichen Erdhalbkugel. Ja, das war früher mal anders. Da waren wir die christliche Europa, die Missionare ausgesandt haben. Das ist inzwischen eine Rarität geworden. Das stimmt. Aber hier zu uns kommen sie und dienen hier und oft undercover. Ja. So, aber der Auftrag ist uns gegeben. Verstehst du, der Missionsbefehl ist nichts Beliebiges, das ist keine Missionsempfehlung, das ist der Befehl. Jesus hat uns gesagt, wir müssen es tun. Und wenn wir es nicht tun, weil wir irgendwas anderes machen, dann werden wir uns vor ihm Rechenschaft geben müssen.
wenn wir irgendwelche anderen Sachen haben, die uns wichtiger sind als das umzusetzen, wie auch immer das aussehen mag, ja, da gibt es ja hunderte von verschiedenen Möglichkeiten, das umzugreifen, zu unterstützen, zu spenden oder was auch immer, das zu helfen, dass Menschen gerettet werden. Wenn wir das nicht tun, dann widerstehen wir dem, was der Herr gesagt hat. Und je länger die Zeit abläuft, desto gefährlicher wird es. Das werden wir gleich noch sehen. Ja? Jesus höchstpersönlich hat uns als seine Nachfolger beauftragt, Vertreter für sein Königreich zu sein. Unser Job ist nichts Geringeres als der Weltmissionsauftrag. Ja? Der Weltmissionsauftrag. Mhm. Und ich will dir was sagen. In Afrika gibt es Gemeinden, die haben gesagt, wenn die westliche Welt es nicht macht, wir machen es. Wir bringen die Welt zu Christus. Und die haben als Fokus, als Ziel, die Welt zu erreichen. Und zwar also 100% der Welt. Verstehst du? Gemeinden im Glauben. Und diese Gemeinden wachsen. Die wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Zehntausende Mitglieder, Hunderttausende von Mitgliedern. Das ist nichts Ungewöhnliches dort. Einige Millionen von Mitgliedern. Ja. Gemeinden. Vor ein paar Jahrzehnten entstanden. Erzähl mal von Lagos kurz. Von Lagos. Dem Gebetshaus. Ja, momentan findet da natürlich auch nichts statt. Ne? Ja, natürlich. Auch da, scharfer Lockdown. Ja, aber der vor allen Dingen die Gemeinden trifft. Ja, ja, der scharf gegen die Gemeinden geht, muss man wirklich sagen. In Nigeria, in nordöstlich ist das von Lagos, gibt es das größte Gemeindegebäude der Welt. Das Gebäude ist 500 Meter breit und 1,4 Kilometer lang. Und das ist eher, wie soll man sagen, können wir uns vorstellen, wie eine Messehalle. Also ein hohes, überdacht. Also jetzt nicht ein Gebäude im Sinne von einer Kirche, sondern eine Art wie so eine riesige Messehalle. Und da passen 1 Million Leute rein, die da auch kommen, um beispielsweise dann zu beten. Das ist die Redeemed Christian Church of Christ, ja. Redeemed, irgendwie so, RCCI oder weiß nicht, oder CCC, weiß nicht, muss ich nachgucken. Von Adeboye. Der leitende Pastor heißt Enoch Adeboye und das ist ja momentan das größte Gemeindegebäude der Welt. Sie arbeiten daran, ein noch größeres zu bauen, verrückterweise. Und da kommen Leute zusammen und die beten beispielsweise für die Errettung der Welt. Ja. Ja. Die gesamte Gemeindebewegung hat jetzt da also über 5 Millionen Mitglieder schon, ne? So schwerpunktmäßig in Afrika, aber auch in Deutschland gibt es die und in ganz Europa, international. Genau. Und, aber sie kommen und beten für die Welt, ja, für die Nationen, für den Auftrag, den Jesus gegeben hat. Kannst du übrigens sehen, wenn dich das interessiert, kannst du das suchen auf Google Maps und so weiter. Ja, da gibt es auch Fotos davon. Das ist sehr interessant. Du siehst, so lang du gucken kannst, so weit du gucken kannst, bis quasi zum Horizont, siehst du nur weiße Stühle. Ja, wenn die das da aufgenommen haben. Also diese Plastikstühle, unfassbar. Hunderttausende. Ja, und sehr interessant. So, in der Gemeinde kommen mehr Christen zusammen, als es wahrscheinlich in Deutschland gibt. Mhm. Einmal im Monat treffen die sich. Musst du immer vorher, ja, jetzt gerade nicht. Ne? Ja, aber sonst. Aber das ist einfach eine Dynamik, die da ist, die da schon freigesetzt ist, wo auch Regierungshäupter häufig kommen, für sich beten lassen und so weiter und wo eine dramatische Power auch dahinter ist für die Christenheit. Und das ist wahrhaftig nicht die einzigste. Es gibt Dutzende von Megachurches allein in Lagos, ja, und in vielen, vielen anderen Städten auch. Genau. Okay, also guck mal. Im Internet nach. Sehr interessant. Glaubensstärkend. Unser Job ist der Weltmissionsauftrag. Und Christen, andere Christen, nehmen den ernst. Die sagen, okay, wenn der Westen pennt, wir machen's. Ne? Wir ergreifen das. Aber der Westen wacht auf. Wir kommen. Erweckung. Amen. Okay. So, wir haben nicht den Auftrag erhalten, in den Finsternis rumzuschnüffeln. Wir haben nicht den Auftrag erhalten, jede Regung, die in der Finsternis passiert, irgendwie zu analysieren. Wir haben nicht den Auftrag erhalten, uns mit der Welt zu beschäftigen, mit der Unterdrückung, mit den Methoden, ihren Methoden, mit der Einschüchterung, mit der Manipulation, mit der Angst, mit sonst was. Das ist überhaupt nicht unser Job. Ja? Wir haben nicht den Auftrag erhalten, uns irgendwo hinzusetzen und irgendwie auszurechnen, wann wohl der Herr wiederkommen möchte oder was auch immer. Das ist nicht unser Job und es gibt viele, die machen das. Ja. Wirklich, viele, viele, die machen das. Ne? So, wir müssen gucken, dass wir uns auf das Richtige fokussieren. Und viele Christen fokussieren sich leider nicht auf das Richtige, sondern sie machen irgendwas. Unser Auftrag ist, Menschen zu retten. Weißt du, es ist leider wirklich so, wenige sind in der Ernte unterwegs. Ne?
Aber es gibt eben auch Leute, wie soll ich mal sagen, die versuchen, diejenigen, die in die Ernte gehen, noch zu behindern. Die Warner und Mahner und selbsternannten Inquisitoren und was es da so alles gibt. Ja, also das ist auch schwierig. Man muss schauen, dass man mit dem Herrn auf den Herrn fokussiert ist und wirklich das macht, was unser Auftrag ist. Denn dafür wirst du deinen Lohn bekommen und dafür wirst du gerichtet werden und dafür wirst du vor dem Herrn stehen. Ja. Und er wird fragen, was hast du denn mit dem Job gemacht, den ich dir gegeben habe? Und denk an das Ding mit den anvertrauten Talenten, mit diesen Funden, wo der eines vergraben hat. Hier, das solltest nicht du sein, ehrlich. Ja. Nimm das, was der Herr dir gegeben hat, in deinen Möglichkeiten und sag, jawohl, ich werde einfach mit dem, was ich bin und kann, dafür sorgen, dass Menschen zum Herrn kommen. Ich werde das Evangelium weitergeben. Und wenn ich es denn nicht kann, dann unterstütze ich halt irgendeinen missionarischen Dienst und hilf, dass der es weitergeben kann. Ja, ich lasse mich gebrauchen. Ne? Genau. So, und die Prophetien, also die Prophetien heutzutage, aktuelle Prophetien, die sagen eben genau das hervor, dass diese Welle von Evangelisation, die Welle von Erweckung, die Welle von Errettung, die Welle von Ausgießung des Heiligen Geistes eben auch in der sogenannten westlichen Welt noch ankommen wird. Es wird eine dramatische Zugabe geben. Ja, das sagen viele Prophetien. So, das war für mich der erste Punkt, der Missionsauftrag. Also es ist überhaupt nicht zu diskutieren über irgendeinen großen Abfall oder nicht großen Abfall, sondern wir haben einen Job zu tun. Und der geht bis zum letzten Tag. Und wie gesagt, wenn du das weltweit betrachtest, den weltweiten Aspekt dir anschaust, ja, dann wirst du sagen, das ist in einer mordsmäßigen Dynamik, da ist richtig Power drin und es passiert überall auf der Welt oder in vielen Regionen der Welt, nur bei uns nicht. Wir dürfen uns nicht zu wichtig nehmen, wir dürfen uns nicht als Maßstab nehmen für das, was Gott weltweit tut. Okay, so, zweitens, Joel, der Prophet Joel. Joel ist einfach grandios. Ja. Ich liebe Joel. Aber ich liebe auch Jesaja. Ja. Und Zacharja ist auch klasse. Hesekiel ist natürlich der Beste. Haggai. Haggai hat Stärken. Okay. Eigentlich, was sagt denn Joel? Eigentlich lieben wir die Bibel. Es ist so grandios. Was Joel sagt, ja. Sagenhaft viel. Also das ganze Buch ist stark. Aber jetzt geht es mir um Joel 3, Vers 1 bis 5, was manche wahrscheinlich sich schon denken konnten. Joel 3. Und danach wird es geschehen. Also da heißt es danach, komme ich gleich drauf. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Yes. Heieiei. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Okay, ich habe das untersucht und habe geguckt, um was geht es denn hier. Und dieses Wort Fleisch, weißt du, die meisten, oder wir auch, hätten ja kein Problem, wenn da stände, ich werde meinen Geist ausgießen über die Gerechten. Ja. Ich werde meinen Geist über die ganz Frommen. Über meine Knechte. Ja, über diejenigen, die den Herrn suchen. Wenn da stände, über alle Christen wäre es schon gut. Ja. Weißt du, was da steht? Da steht Fleisch. Das Wort, was da steht, ist exakt so wie bei uns im Verständnis. Ja, Fleisch, also hier Fleisch. Fleisch, Fleisch. Das Fleisch, aber auch Fleisch im Sinne von, was du dir ans Braten auf den Tisch legst, also Fleisch. Ne? Und im biblischen Sinne auch dieses, wenn die Bibel in negativer Weise vom Fleisch spricht, was gegen den Geist ist. Genau diese Bedeutung, exakt 100% diese Bedeutung, die steht da drin. Ausgießen auf alles Fleisch. Das Wort ist perfekt übersetzt. So, Gott sagt, ich gieße meinen Geist aus über alles, alles, alles Fleisch. Das ist eine extrem provozierende Aussage, wo der Teufel wirklich grün anläuft, wenn darüber gesprochen wird. Weil er hasst diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Ja, das glaube ich. Ne? Ja. Gut. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Weissagen ist ein anderes Wort für prophetisch reden. Eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Kleiner Einschnitt, so viel zum Thema Prophetie hat aufgehört. Ja. Ne? Das gibt es ja auch, was mir manchmal gesagt wird. Ne? Prophetie hat aufgehört, ne? Hat mit den Aposteln aufgehört, das gibt es jetzt nicht mehr.
Also das ist wirklich unbiblisch. Ne? Hier heißt es, ne, die werden Weissagen, werden Träume haben, werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das heißt, über alles. Söhne, Töchter, Alte, Junge, Knechte und so weiter. Über alles. Und jetzt wird es spannend. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Himmel und Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe. Ehe. Das ist jetzt auch wieder wichtig. Bevor. Ehe. Bevor. Der Tag Jahwes kommt. Der große und furchtbare. Aha. Erstmal heißt es hier vorne, danach wird es geschehen. Und hier heißt es, ehe der Tag des Herrn kommt, wird das passieren, nämlich was ja vorher beschrieben ist. Und es wird geschehen, jeder, 100%, jeder, alle, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja dazu. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der sich für den Herrn entscheidet, jeder, der ihn akzeptiert, jeder, der ihn anruft als seinen Herrn und Retter und Erlöser, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie Jahwe gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, die Jahwe berufen wird. So, das ist eine mega, mega wichtige und bedeutende Bibelstelle. Laut dem Propheten Joel wird es eine massive, massive, nie gesehene, gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Wann? Er sagt, danach. Danach. Also schauen wir doch mal, was er vorher hat, was also vorher beschrieben wird. Und im Kapitel 2, das fängt an mit Joel 2, Vers 1, da lesen wir, blas das Horn auf Zion, also das Schofar, ne? Und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jahwes, ja, er ist nahe. Aha, die Aussage ist also, der Tag Jahwes kommt. Das ist der Tag der Wiederkunft, das ist der Tag des Gerichtes, das ist der Tag, um den es geht. Ja? Das ist der Tag der Tage. Mhm. Ne? So, und der Tag naht sich und dann heißt es, danach, während dieses Vorganges, dass sich diese Zeit naht, während dieses Vorgangs, dass das Volk Gottes aufsteht, während des Vorganges, dass das Horn auf Zion geblasen wird, während des Vorganges, dass auf dem Heiligen Berg Kriegsgeschrei ist, ja, das Volk Gottes in den Kampf geht, während all dem, ja, während all dem oder nach all dem, da kommt es zu diesen Ereignissen, wo es heißt, dann gieße ich meinen Geist aus. Ja. Das heißt, das ist eine eindeutig zu 100% endzeitliche Verheißung. Das ist endzeitlich, ja. Ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch. Wann? In den letzten Tagen. Ganz am Ende. Das müssen wir wissen. Ja? Und zwar wird sich Folgendes ergeben. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Und erst dann wird der Tag des Herrn kommen. Ja. Da ist doch eine völlige logische Aufforderung drin, Abfolge drin. Ja? Das heißt, es gibt also ein Vorangehen des Volkes Gottes. Posaune in Zion oder Schofar in Zion blasen, ja, im Kampf vorwärts gehen. Dann wird es zu dieser Ausgießung kommen, während der Tag immer mehr herannaht. Ne? Dann werden sich Sonne in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Und dann kommt der Tag des Herrn. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist Erweckung. Das ist Rettung. Das ist Evangelisation. Jeder. Ja? So. Und das ist etwas Bemerkenswertes. All das findet in der Endzeit statt, in den letzten Tagen. So. Natürlich weißt du und natürlich weiß ich, dass in der Pfingstpredigt Petrus sagt, das hier, was wir hier erleben, das ist das. Der bezieht sich ja auf den Propheten Joel. Warum? Weil er genau gewusst hat, das ist der Anfang von dieser ganzen Entwicklung, von diesem, dass der Tag des Herrn naht. Das ist der Anfang davon, dass die Menschen gerettet werden, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Das ist der Anfang der Ausgießung des Heiligen Geistes, die in den letzten Tagen ihren gewaltigen Höhepunkt erreichen wird. Ne? Und die sie ja auch erlebt haben, als sie rausgegangen sind, die haben aus sie dem damals, Ober gemacht. Ja, die haben sie damals erlebt da und sind in gigantischer Power vorwärts gegangen. Im Natürlichen erlebt, als Zeichen dessen, was
vorher die Ausgießung gewesen ist. Ja, absolut, absolut. So, und durch all das, was wir bis jetzt so an Erweckung oder Ausgießung des Geistes oder gewaltigen Aufbrüchen in der Christenheit erlebt haben, so etwas wie das hier, was hier Joel verheißt hat, nie irgendwie erlebt. Ja? Mhm. Diese Ausgießung auf alles Fleisch. Und das ist eine biblische Aussage, die kriegen wir nicht aus der Bibel raus. Die ist da. Ja? Und die ist ernst zu nehmen. Und wir persönlich glauben, die Ausgießung ist für die einen zur Freude und zur Rettung und zur Erlösung und zur Ehre, und für die anderen, die eben in der Dunkelheit sind, ist es zum Gericht. Yes. Ja? Für die, die den Namen des Herrn nicht angenommen ja. haben, wird es zum Gericht sein. Also die Ausgießung des Heiligen Geistes für diejenigen, ja. die gerichtet werden, das ist jetzt nicht nur positiv für die Menschen, mhm. aber für diejenigen, die offen sind, die werden sich in Scharen, glaub's mir, in ja. Scharen und Scharen und Scharen ja. Bekehren, werden errettet werden. Und die anderen, für die ist es eben zum Gericht. Ja? Und die ganze Welt wird eingezogen sein. Und das ist das große Finale des Zeitalters, in dem wir uns befinden. Das ist das große Finale, auf das wir zugehen. Und was in mhm. einigen Jahren bei uns sein wird, nach unserer Meinung. Ja? Das ist der eigentliche Höhepunkt, um den es bei dem Ganzen geht. Und danach kommt der Messias wieder. Ne? Am Ende dieses Zeitalters kommt er wieder, und vorher wird es diese gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Vorher wird es diese gigantischen Wellen von Erweckung und Errettung und von Evangelisation geben. Deshalb eine weltweite Erweckung, mhm. eine weltweite Ernte. Ne? So, das heißt also, der Heilige Geist wird sich inmitten der endzeitlichen Ereignisse ausgießen. Und das in einer Phase, wo uns sehr, sehr viele von diesen Endzeitlehrern sagen, oh, alles dunkel, alles finster, alles nur böse, alles nur ganz schlecht. Und gleichzeitig sagt die Bibel, es wird eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Ja? So. Aber da müssen wir berücksichtigen, dass Folgendes eben mit drinsteht. Sehr interessante Formulierung. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Yes. Das finde ich ja nun wirklich kernig. Ne? So, jetzt ist es ja so, da haben wir uns auch mit beschäftigt, damals als diese Geschichte mit den Blutmonden war, mit dieser sogenannten Tetrade, da gab es ja welche, die sind ja schier ausgeflippt. Und da haben wir gesagt, wir müssen das mal ein bisschen ordnen und sagen, was passiert denn hier? Das war schon so, es war auffällig, man konnte nicht sagen, es ist nichts, aber da haben wirklich Leute die Wiederkunft des Herrn berechnet. Also ehrlich, haben wir gesagt, Leute, kommt mal runter. Also das ein bisschen versucht einzuordnen. Mit dieser Blutmond-Tetrade, das war, glaube ich, 2014 oder so. Ich weiß gar nicht mehr. So, Sonnenfinsternisse und dieser Blutmond, das ist ein Fachausdruck, das heißt wirklich so, für Mondfinsternisse, die könnten hiermit gemeint sein, rein theoretisch. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt und der Mond in Blut. Aber nach meinem Verständnis geht es hier um was Größeres. Ja, hier geht es um was viel Größeres. Ja, stimmt. Hier muss es nach meinem Verständnis um echte Zeichen am Himmel gehen. Und das heißt an anderen Stellen auch, da werden die Sterne vom Himmel fallen und was nicht alles. Ja, also da geht es um was Größeres. Das geht nicht nur um irgendeinen Mond und Sonnenfinsternis. Und es wird jeder sehen, also jeder empfinden oder jeder wahrnehmen. Ja, genau. Was auch immer das heißt, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Rein von der Natur. Naturwissenschaft, ja, ist das unmöglich. Kannst du sagen, ist überhaupt nicht, so packt man sonst was, aber seien wir mal gespannt, was der Herr da macht. Ja. Nun, das Interessante, du hast schon gesagt, ist, die Formulierung finden wir natürlich noch an anderer Stelle in der Bibel, mit diesem finsteren Sonne und dem Mond im Blut. Und da sagt Jesus in Matthäus 24, und das ist das große Endzeitkapitel in dem Evangelium, ja, da sagt er, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, 24 ab Vers 29 ist das, nach der Bedrängnis jener Tage, und er hat über diese Bedrängnis und die Schwierigkeiten und sowas gesprochen, danach wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Das klingt sehr ähnlich. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln
seine Auserwählten versammeln. Amen. Am Ende, wenn er kommt, wird er seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Ja, also komplett. Überall. Alles, was irgendwie Auserwählte sind, alle, die zum Herrn gehören, werden versammelt werden. Und das ist auch etwas. Das muss ja eine Versammlung sein. Das glaubst du. So. Wow. So, das ist die eine Bibelstelle. Und eine andere, die ich gefunden habe, ist in Offenbarung 6, Vers 12. Da geht es um das sechste Siegel. Genau. Du weißt, da ist diese Buchrolle mit den sieben Siegeln und die wird gebrochen vom Lamm. Ne? Und dann kommt das sechste Siegel. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Also hier hast du eindeutig die Verbindung. Wenn wir uns also bei Joel das anschauen, wie ist die Abfolge, dann siehst du hier in Offenbarung 6, Vers 12, dass das genauso kommt. Das hat was mit diesem sechsten Siegel zu tun. Das hat etwas mit, da ist das verortet. Das ist also in diesem ganzen Zusammenhang. Aber ein Ablauf ist da drin. Ja, ein Ablauf. In dem Wiederkommen des Herrn, in dieser ganzen Situation, in diesem ganzen Tumult, in den ganzen Schwierigkeiten, gibt es eben diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja. Es gibt etwas, wo der Herr sagt, ich gieße meinen Geist aus, damit viele, viele, viele Menschen gerettet werden. Und das geschieht am Ende des Zeitalters. Mhm. Ne? So, und der Prophet Joel sah eben in dieser Zeit, in dieser Situation, in dieser späten Zeit, eben diese Ausgießung. Das war der Höhepunkt. Ja? Und das ist diese endzeitliche Erweckung. Das ist kurz bevor der Herr wiederkommt. Ja. Das ist kurz bevor das Ganze zu ihrem absoluten Höhepunkt kommt. Ja, natürlich in einer Phase, wo es Finsternis gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo die Dinge, die uns angekündigt sind, passieren, auch in einer Phase des Abfalls. Ja, und gleichzeitig diese gewaltige Ausgießung und gleichzeitig diese Massen von Menschen, die gerettet werden. Ja. Ne? So, endzeitliche Erweckung. Die kriegen wir nicht da weg. Wir können nicht sagen, die war zu Pfingsten damals abgearbeitet. Das funktioniert nicht. Die ist eindeutig biblisch dort verortet. Ne? Also eine ganz interessante und bemerkenswerte Situation. Ja? Die Offenbarung, lies sie einfach mal. Ich habe es nicht hier, das Buch. Wir haben doch dieses Buch empfohlen. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Haben wir jetzt hier nicht da. Hier ehrlich, das hilft dir sehr schön, da durchzugehen. Also wenn du es haben möchtest, wir haben etliche uns besorgt, ist sehr günstig, kostet 9 Euro, also über 200 Seiten, also sehr, sehr günstig gemacht worden. Und es ist ein Buch, wo du Schritt für Schritt für Schritt durch die Offenbarung gehen kannst. Wir haben es schon etliche Male verschickt. Die Rückmeldungen sind begeistert. Die Leute sind so dankbar. Die sagen, das ist ein Buch, was wirklich hilft. Mhm. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Kannst du bei uns im Shop bestellen oder uns anschreiben, dann wissen wir schon, was gemeint ist. Ja, kostet 9 Euro plus Versandkosten. Plus ja. Okay. Lest die Offenbarung und du wirst merken, es ist eigentlich... Es ist was völlig anderes als diese Horrorstory. Eigentlich ist es die Liebesstory von dem Lamm und der Braut, die zubereitet wird. Ja, es ist Lobpreis, es ist Anbetung, es ist dieses Hervortreten des Christus, es ist diese Siegesfeier, es ist das triumphale Auftreten von Jesus, weil er ist derjenige, um den es geht. Er ist derjenige, der kommt, der erwartet wird, der Christus, der die Gläubigen, die zu ihm gehören, versammeln wird. Die Brautgemeinde kommt zusammen, die Braut kommt zusammen. Das Hochzeitsmahl wird gefeiert. Es ist alles dieser triumphale, große Festakt. Ja, also die Offenbarung ist wirklich ein Buch, was im Grunde genommen... Es ist eigentlich das, was beides beschreibt. Ja, es ist aber sehr viel missbraucht worden, weil man nur diese negative Sachen immer und immer und immer betont. Und wie gesagt, diese positive, siegreiche, triumphierende Geschichte da drin, des Lammes, das den Krieg eröffnet hat. Ja, dass das einfach völlig irgendwie aus dem Raster fällt. Es ist das Buch, was wir lesen müssen. Viele Christen scheuen sich davor, nachvollziehbarerweise. Aber es ist ein Buch, was sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Und wenn man weiß oder Hilfe hat, wie man es richtig liest, dann ist es einem zum riesigen Segen. Okay, aber nochmal jetzt zurück zu dem Propheten Joel. Da gibt es nämlich noch was anderes sehr Interessantes. Einige Propheten heute, unserer heutigen Zeit, die haben immer wieder das mit dem Regen.
oder mit Wasser. Der Frühregen. Ja, und wie gesagt, diese Broschüre, ein geistlicher Tsunami, da geht es auch um Wasser und so weiter, sehr viel das Thema Wasser. Und Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Ja. Und Regen ist ein Bild für den Heiligen Geist in der Bibel. Ja? Frühregen, Spätregen, da geht es um Ausgießung des Geistes. So lesen wir beispielsweise in Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ja. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das ist im gleichen Vers, das ist die gleiche Aussage. Ich werde Wasser ausgießen. Ich werde meinen Geist ausgießen. Und das ist also auch im Alten Testament eine ganz, ganz klare Zusammenhalt, Geist und Wasser. Der Heilige Geist als Wasser. Ja? Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Und Jesus spricht vom Heiligen Geist. Ne? Lesen wir in Johannes. Gut. Und Joel sagt hier in Kapitel 2, Vers 23 bis 24, da heißt es, und ihr Söhne Zions, also Söhne Zions, das ist das Volk Gottes. Mhm. Zion steht immer für das Volk Gottes. Und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch in Jahwe, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Heißt, es gibt diesen Spätregen und es gibt den Frühregen und es gibt eine gewaltige Ernte. Gut, und hier sehen eben einige Propheten eine Verheißung des Spätregens. Da gab es sogar mal eine richtige Bewegung, das war stimmt. Die Spätregenbewegung, Later Rain. Und ja, weil die das so aufgenommen haben. Die haben gedacht, es wird dieser Regen, es wird diese Ausgießung des Geistes geben, es wird diese Ernte hervorkommen. Ja. Es ist notwendig, ohne die Ernte kommt nicht ohne diesen Regen. Mhm. Ohne den Spätregen wird die Ernte vertrocknen. Also es ist absolut notwendig. Ne? So, und hier sehen wir das also, diese Verheißung des Spätregens im Buch Joel. Und nur vier Verse später, ja, vier Verse später, da geht es dann um diese letzte Erweckung, diese Spätregenerweckung. Ja, das ist nämlich diese mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes, von der wir gerade gesprochen haben. Mhm. Auf alle Altersgruppen, auf alle Menschen, egal aus welchen Lebensbereichen sie kommen. Das ist diese Bibelstelle, nur vier Verse später. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und so weiter. Ja, das heißt, das Buch Joel bringt uns hier zwei interessante Aspekte. Ne? Der andere ist hier eben dieser, oder der zweite ist hier dieser Spätregen. Es gibt eine Ausgießung des Geistes, es gibt den Regen des Heiligen Geistes, bevor die Ernte kommt. Und das ist das, was hier in diesen Versen zu finden ist. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass diese Ausgießung kommt, um das dürre Land zu befeuchten und dass es sprießen kann und Frucht bringen kann und wachsen kann. Sonst kann auch im Natürlichen keine Ernte kommen oder die Ernte wird zu mager werden. Ja. Wir brauchen diese Ausgießung des Geistes auf unserem Leben, in unserem Leben, ohne die es nicht funktioniert, nicht wirklich fruchtbringend ist. Absolut. Ja. Ein ganz anderer Aspekt, also wirklich ganz anders, den finden wir beim Propheten Hosea. Und der spricht interessanterweise auch vom Spätregen, aber es geht, wie gesagt, um einen anderen Aspekt. Hosea 6, ab Vers 2. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Yes. Neu beleben. Neu beleben im Englischen heißt revive, revival, ja? Erweckung. Ne? Eine Neubelebung, eine neue Bewegung Gottes. Wir werden neu belebt. Wir kommen wieder in Position. Ja, das Wort Revival in dem Sinne gibt es gar nicht im Deutschen. Erfrischt. Wir kommen wieder ins Leben. Ja, also allgemein wird es mit Erweckung übersetzt, mit einer Bewegung Gottes, mit einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Aha, am dritten Tag werden wir vor seinem Angesicht leben. Und nach zwei Tagen wird er uns neu beleben. Gut.
Weiter geht's. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis Jahwes. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Das ist auch eine extrem interessante Bibelstelle, wo man ein bisschen graben muss, um die zu verstehen. Zwei Tage. Weißt du, im Alten Testament wie im Neuen Testament finden wir die Aussage, dass ein Tag wie 1000 Jahre sind. Mhm. Und häufig verstehen das Leute so, dass sie sagen, naja, langer Zeitraum ist vor Gott wie ein kurzer Zeitraum. Der heißt, Zeit ist unrelevant. Macht keinen Unterschied. Das steht aber nicht. Da steht, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Also eine sehr präzise Zeitangabe. Das heißt jetzt nicht zwei Tage oder eine Woche oder sonst was, oder 100 Jahre, sondern sehr präzise. Und so heißt es in 2. Petrus 3, Vers 8, dies eine aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und aus dieser biblischen Aussage hat sich eine bestimmte Lehre entwickelt, die heute ein bisschen untergegangen ist, die aber beispielsweise in der Christenheit, auch der angelsächsischen Christenheit, extrem stark verbreitet war. Und das ist diese Lehre von der 1000-Jahr-Woche. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast oder nicht. Da geht es also darum, dass man sagt, und das ist auch altes rabbinisches Denken, das gibt es auch, weil, wie gesagt, die Aussage gibt es auch im Alten Testament schon, dass sie sagen, okay, die Zeit der Welt ist 6000 Jahre und dann kommt das 1000-jährige Reich, das ist das Schabbat-Jahrtausend, der Schabbat, auch als 1000 Jahre, und das ist das 1000-jährige Reich, das Millennium, das ist das, von dem die Offenbarung spricht. Ja? Mhm. So, das 1000-jährige Reich ist also nicht irgendwann, sondern es ist der Abschluss nach 6000 Jahren. Ne? Gut, und aus diesem Ding wird eben interpretiert, ein Tag wie 1000 Jahre. Okay, wenn das so zu verstehen ist, ne, dann kannst du das auch so lesen. Er wird uns nach 2000 Jahren neu beleben und dann im dritten Jahrtausend uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Das ist das Schabbat-Jahrtausend. Ja, es ist eine Interpretationssache. Ne? Aber so wird das allgemein gesehen, denn warum sollte Hosea sonst von zwei Tagen sprechen? Hm? Ja. Du bist kritisch? Ist in Ordnung. Okay, denn die Aussage vor seinem Angesicht leben, die klingt deutlich nach 1000-jährigen Reich. Ne? So, heute durch unseren ganzen Evolutionsblödsinn, den man uns eingeprügelt hat, ja, die wir lernen mussten, ist diese Lehre natürlich an vielen Orten untergegangen, weil es eben nicht mehr politisch korrekt. Aber das war bis vor, bis im letzten, ja, vorletzten Jahrhundert, war das noch weit verbreitet. Die haben gesagt, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und dann das Schabbat-Jahrtausend, das Millennium. Und das ist genau das 1000-jährige Reich, um das es hier geht. Ne? Gut. Und danach, in diesem Schabbat-Jahrtausend, ist Christus eben unter uns. Er ist bei uns, er ist mit uns. Und das ist das Wort Emmanuel. Gott mit uns. Ja? Er ist der Emmanuel, der Herr, der mit uns ist. So, nach 2 Tagen neu beleben, also am Ende von diesen 2000 Jahren, okay, ja, gibt es eben diese Belebung, diese Revival, diese Erweckung zum Ende des Zeitalters. Okay, okay, ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd vielleicht gewesen, aber für den einen oder anderen, denke ich, ist das durchaus ein Argument, wo er sagt, gut, das kann ich nachvollziehen. Einfach aufgrund der Aussage hier auch im 2. Petrusbrief, ne, dass es etwas ist, auf das wir jetzt hier zugehen. Denn eins ist klar, wir sind in der Endzeit und wir bewegen uns auf das Schabbat-Jahrtausend zu. So oder so. Und die Jahre, die Zeiten, die vor uns sind, vielleicht Jahrzehnte, sind absolut spannend. Mhm. Und spätestens seit dem, was in diesem Jahr 2020 passiert ist, wissen wir, dass eine Dynamik reingekommen ist, die kein Mensch auf dem Globus für möglich gehalten hat. Sehr es plötzlich. Ist absolut dramatisch und ist hineingekommen. Ja. Mhm. Gut. Fünftens, ich möchte noch mal über einen anderen Aspekt sprechen und das ist etwas, das nenne ich mal die Parallelität von Licht und Finsternis. Weißt du, das ist ja gerade der Punkt, dass sie sagen, es wird nur alles finster sein. Mhm. Nein. Die Bibel berichtet immer wieder davon, dass Licht und Finsternis parallel laufen, parallel sind.
Maleachi 3, ab Vers 18. Eine interessante Bibelstelle. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Halleluja dazu. Yes, das, ist, das beten wir oft, dass das hervorkommt. Das beten wir ganz oft, ja. Ja, das ist etwas, was wirklich etwas ist, wo wir sagen, das muss hervorkommen. Auch, weil die Welt es sehen muss an uns, dass Gott treu ist. Ja. Ja. Ja, alles gut. Und dann geht es hier weiter bei Maleachi. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Und das ist Endzeit. Das ist die Wiederkunft des Herrn. Ja. Ein Tag, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Okay? Also die Gottlosen werden brennen. Und der kommende Tag, es geht hier um Endzeit, ne? Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jahwe Zebaoth, also der Herr der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Okay, das ist die Situation an diesem Tag, wo es den Unterschied gibt zwischen Gerechten und Ungerechten, wo innerer Endzeit eben das Gericht kommt für die einen. Und dann heißt es hier weiter, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Yes, das proklamiere ich oft. Uns, über die sein Name genannt ist, über uns strahlt seine Herrlichkeit aus. Über uns strahlt sein Licht aus, auf und wir bewegen uns in einer anderen Dimension. Genau. Was du hier hast, ist zu diesem Endzeit-Szenario, zum Tag des Herrn, diese Parallelität. Ja. Licht, Finsternis. Es gibt Licht und es gibt Finsternis. Es gibt nicht nur Finsternis. Ja. Ganz wichtig. Wir bewegen uns im Licht. So, parallel. Jesaja 60, Vers 1 bis 5. Also, das ist wirklich eine mega starke Stelle. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes ist über dir aufgegangen. Und jetzt kommt's, die Bibelstelle musst du dir wirklich merken, Jesaja 60, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Amen, das ist die Tatsache. Was jetzt ist. Da brauchst du nicht weiter zu gucken, du siehst es. Ja. Die Erde ist von Finsternis bedeckt, dunkel bedeckt die Völkerschaft. Stimmt. Es ist so. Es ist finster. Und dann kommt's. Aber, aber. Amen. Ich liebe das Aber in der Bibel. Aber über dir strahlt Jahwe auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Wann? Gleichzeitig, parallel. Finsternis auf der Erde, auf den Völkerschaften, Und gleichzeitig über dir geht das Licht auf. Amen. Über dir geht das Licht auf. Ja? Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtklang deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Amen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Amen. Für uns spricht das auch von Ernte, für uns spricht das auch von einer gewaltigen Erweckung. Die alle versammeln sich, sie kommen zu dir. Natürlich ist ja von Israel oder von Jerusalem die Rede. Und gleichzeitig ist es eben dieser wichtige geistliche Aspekt, wo es darum geht, Finsternis auf der einen Seite und gleichzeitig diese gewaltige Bewegung Gottes. Sie alle versammeln sich. Mhm. Sie alle versammeln sich. Die Söhne, die Töchter, sie werden hergebracht. Passiert parallel. Licht, Finsternis, parallel. Ne? Ja. So. Und ganz ähnlich lesen Sie es auch nochmal in Jesaja 8, Vers 23 und dann weiter bis 9, Vers 2. Da heißt es, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Echt? Es wird nicht dunkel bleiben. Ja, das ist aber eine andere. Das ist aber eine andere Aussage hier. Das kommt mehrfach vor. Okay. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut. Am Tag der Ernte. In der Ernte. Amen. Da haben wir wieder Ernte. Yes. Ja? Dunkel, Finsternis,
Da sind die Leute drin, die wohnen da drin, die leben da drin und gleichzeitig gewaltiges Licht. Es kommt gewaltiges Licht. Ja, dann kommt Jubel, dann kommt Freude, dann kommt diese Ernte. Ja, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Ich finde das so genial. Und das ist einfach ein Aspekt, der für mich wichtig ist, dass man sagt, es ist nicht nur finster, was uns verheißen ist. Es ist immer diese Parallelität, ich sage mal, die beiden Seiten der Medaille. Licht und Finsternis. Ja. Reich Gottes und das Reich der Welt. Gut und böse. Entscheidungszeit. Ja? Ja? Diejenigen, die verloren gehen und diejenigen, die gerettet werden. Es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Gut. So, und jetzt kommen wir hier zu diesen sieben Festen der Bibel. Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Weißt du, die Abfolge, wir hatten es vorhin schon erwähnt, der biblischen Feste, die beinhaltet die komplette Heilsgeschichte. Ja? Und da kommt man, wenn man sich damit beschäftigt, erkennt man die großen Pläne Gottes. Zuerst mal haben wir da das Passafest Pessach, dann das Fest der ungesäuerten Brote Matzot. Dann das Fest der Erstlingsfrüchte, was darin eingebettet ist in diese Woche, das ist Reschit, ganz interessantes Fest. Dann, nach 50 Tagen Zählung von diesem Tag der Erstlingsfrüchte ausgerechnet, kommt Schawott, Pfingsten, das Wochenfest. So, dann haben wir erstmal einen Cut. Dann kommt der Sommer. Und dann kommen die drei Herbstfeste. Das eine ist Rosh Hashanah, das ist ein moderner Begriff, der ist nicht biblisch. Der biblische Begriff heißt Yom Teruah, aber Rosh Hashanah ist heute allgemein bekannt. Das ist der Tag des Schofarblasens. Dann kommt Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und dann zum Abschluss Sukkot, das Laubhüttenfest. Gut, wie schon gesagt, die ersten vier Feste sprechen von dem, was bereits geschehen ist. Ja, erste kommen Jesus, als der leidende Messias, sein Tod, seine Auferstehung und die Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Alles da drin enthalten. Man kann sagen kodiert, aber das ist ein Wort, was irgendwie so ein bisschen speziell klingt. Es ist einfach darin enthalten, es ist hineingebettet, prophetisch. Aber es geht natürlich weiter. Jesus wird die noch ausstehenden Feste genauso erfüllen. Ja? Und wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du sehr viele Informationen daraus bekommen, die echt genial sind und die uns immer wieder in die Anbetung und bringen und uns echt Freude machen. Die weisen auf das hin, was vor uns liegt, auf die Wiederkunft des Messias und das, was dann kommt. Ja. Absolut genial. Ich habe also bestimmt 50 Tagesseminare darüber gehalten. Bestimmt. Mhm. Und es gibt sogar das auch als DVD, kann man auch als DVD bekommen bei uns, dieses Seminar, wenn das jemand möchte, ne, mit dem Seminarinhalt statt der Bücher, haben wir also beides zusammen. Gibt es auch als Package, DVD mit den Büchern. Ne? So, und in diesem heilsgeschichtlichen Ablauf, den wir momentan haben, ist es natürlich interessant, wo befinden wir uns denn gerade jetzt? Wo sind wir denn gerade jetzt? Genau, da gibt es auch ein paar Infos zu und das ist ganz kurz vor dem nächsten Feiertag Rosh Hashanah, wie ich schon sagte. Aktuell befinden wir uns in der Phase der Sommerhitze. Ne? So, das heißt, erstmal ist die Getreideernte eingebracht und jetzt während dieser Zeit, während der Sommerhitze, wächst die gesamte Ernte. Die gesamte also im Ernte Natürlichen kommt hervor. Das Bild und dem Geistlichen. Erstmal im Natürlichen. Ne? Die Ernte wächst. So, diese Sommerzeit, wie bei uns ja auch, so unterschiedlich ist es nicht. Die Sommerzeit ist einfach die Zeit des Heranreifens von einer großen Fülle und Vielfalt von Früchten. Ne? Da wird zum Beispiel hin zum Spätsommer beginnt die Weinlese, kurz darauf sind die Granatäpfel reif, dann sind die Datteln reif. Dann beginnt die wahrscheinlich wichtigste Ernte, das ist dann Oliven, ja, steht für das Öl, für Salbung, für Reinigung, für den Heiligen Geist, prophetisch natürlich. Und all das wird geerntet. Und mitten in diese Erntezeit hinein, also du musst wissen, es gibt drei Wallfahrtsfeste, die auch Erntefeste sind. Und das letzte Fest, Erntefest, ist Sukkot, das ist das große Erntefest, die Erntedank. Ja? Und das darauf läuft es hinzu. Und bevor das stattfindet, ist Ernte, da wird geerntet, ja, weil das alles reif ist. Mitten in diese Erntezeit hinein, ja, da kommen diese drei Herbstfeste in relativ kurzen Abständen. So, und dann, wenn Erntedank ist, Erntefest ist, Sukkot ist, dann ist eigentlich alles eingebracht, dann ist die Ernte zu Ende. Und das ist das Laubhüttenfest. Laubhüttenfest, Sukkot, ja. Und das steht heilsgeschichtlich fürs tausendjährige Reich. Die prophetische Bedeutung von Laubhüttenfest ist das tausendjährige Reich. Ja, wie gesagt, wenn es interessiert, kauft ihr die Büchlein, da steht das alles genau drin. Der Monat,
in dem das stattfindet, ist der sogenannte heilige Festmonat, der siebte Monat. Und der hatte in früheren Zeiten den Namen Tischri. Nein, falsch. Der hat jetzt den Namen Tischri und früher hatte er den hebräischen Namen Etanim. Und das heißt, der Monat der ständig fließenden Bäche, also wo es wieder um Wasser geht, wo es um Versorgung von Wasser geht, wo es um fließendes Wasser geht, um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht, um Erweckung geht. Ne? Oder er heißt der Monat des Starken, also des wiederkommenden Messias. Beides ist prophetisch und beides ist richtig. So, und für uns ist jetzt dieser Tag des Schofarblasens interessant. Der kommt nämlich als nächstes Fest auf uns zu, auf die Menschheit. Und es ist der Tag der Wiederkunft des Herrn. Es ist der Tag des Posaunenblasens, wie Luther es übersetzt. Wenn Posaune genannt wird, ist es eigentlich, oder ist es immer Schofar, ne? Ja. Es ist der Tag der Wiederkunft des Herrn. Diese Wiederkunft des Herrn findet mitten in der Ernteperiode statt. Ja. Richtig, mittendrin, überall Ernte, im ganzen Land. Es ist Ernte von unterschiedlichsten Früchten. Und mittendrin kommt dieser Festtag. Und dieser Festtag steht für die Wiederkunft des Herrn, inmitten der Ernte. Ja, das müssen wir wissen. Jesus nennt sich den Herrn der Ernte. Er sagt, ich bin der Herr der Ernte. Es geht um die Ernte. Und er kommt in dieser Erntezeit und er will sehen, dass die Braut in der Ernte arbeitet. Ja. Und nicht im Stübchen sitzt und irgendwelche komischen Berechnungen macht. Amen. Das stimmt. Ja? Er will sehen, dass die Braut in der Ernte ist. Er will sehen, dass wir in der Ernte sind. Ja? Und weißt du was? In der jetzigen Phase. Die Welt verändert sich so rasant, mit zunehmender Geschwindigkeit. Und seit diesem Jahr, vor allem seit März, rasant noch viel, viel, viel mehr. Ja. Da ist Angst, da ist Hilflosigkeit, da ist Verwirrung, Verunsicherung. Die nehmen überall zu auf dem Globus. Ja? Politische Willkür nimmt zu, Unterjochung nimmt zu, Technisierung nimmt zu. Alles Mögliche, also überall, ich spreche weltweit. Ne? Gleichzeitig wird Israel gesammelt und gleichzeitig wächst die weltweite Gemeinde Jesu. Und das ist das Szenario. Ja, das ist das Szenario, in dem wir momentan uns befinden. Und das ist das Szenario, in dem der Herr sagt, ich komme mitten in der Erntephase. So, ja, Ernte ist etwas, was absolut mit diesen Festen, mit dieser Botschaft verbunden ist. Und das ist etwas, was mich, ich hatte am Anfang gesagt, ich komme von dieser prophetischen Botschaft her, von dem, was hier in der Ernte, in dieser heilsgeschichtlichen Abfolge von den Festen, was da von der Ernte gesprochen wird. Und für mich war immer klar, Ernte ist einfach von dem, was hier drin steht, absolut immer am Ende der Zeit. Die Ernte nimmt der immer Höhepunkt. Mehr zu. Es ist der Höhepunkt. Es ist der Höhepunkt, wo die Früchte und alles reift. Das ist der Höhepunkt der Weinlese. Das ist alles. Das ist der eigentliche Sinn von Pflanzen, und von Seen. Das Fest, das letzte Fest zu Gott, ist das Fest der Ernte. Ja. So, und da müssen wir einfach sehen, dass von der prophetischen Warte aus gesehen Ernte und Endzeit absolut zusammengehören. Ja. Ja? So, von daher. Und auch das Feiern von dem großen Fest. Ja, es natürlich. Wird Freude sein an diesem Tag, wenn der Herr kommt. Ja, es ist ein Wallfahrtsfest, da mussten alle Leute dabei sein. Die mussten kommen. Ernte. Ja? So, und dann bin ich am siebten Punkt. Matthäus 13, Vers 24. Und dann weiter. Das lese ich euch vor. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor, also Jesus, und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein. Damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Und jetzt kommt's: Lasst beides, das Unkraut wie den Weizen, beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Yes. Und zur Zeit der Ernte
werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Mhm. Man beachte die Formulierung. Den Weizen aber sammelt in die Scheune, in meine Scheune. Hier geht es wieder um das Ende der Zeit. Ja? Es gibt diese Ernte. Beides wächst heran. Ja. Das Böse wie das Gute. Und es gibt eine Ernte. Und in der Ernte wird das Böse wie das Gute geerntet. Getrennt. Das Unkraut wird verbrannt. Eindeutig ein Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn. Ja? Und das andere wird in die Scheunen gesammelt, das, was gut ist. Ja? So. Und Jesus hat dieses Gleichnis, was für uns natürlich relativ klar ist heutzutage, seinen Jüngern, die es nicht kapiert hatten, dann erklärt. Und da lesen wir Matthäus 13, Vers 40. Und wie das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, sagt Jesus, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Also bitte, Ernte ist Vollendung des Zeitalters. Das gehört unmittelbar zusammen. Die Vollendung des Zeitalters, wenn das Gottlose verbrannt wird, wird das Gerechte gesammelt. Ernte. Ja. Er gebraucht das Bild der Ernte für die letzte Zeit. Und dann wird es richtig gut. Und das ist eine extrem wichtige Bibelstelle, die ich dich bitte zu notieren. Matthäus 13, Vers 39. Da heißt es, das ist jetzt Luther-Übersetzung, im gleichen Zusammenhang, Jesus erklärt das, da sagt er, der Feind, der es sät, ist der Teufel, das Unkraut. Und jetzt pass auf, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Ernte ist das Ende der Welt. Hast du das realisiert? Die Ernte, sagt Jesus, ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. In der Elberfelder heißt es so, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. Die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Also wenn jetzt noch jemand behauptet, es steht nichts von Ernte und einer gewaltigen Seelenernte, Bekehrungswelle, Erweckung und so weiter in der Schrift, tut mir leid, also dem kann ich nicht mehr weiterhelfen. Die Ernte, so sagt Jesus, ist das Ende der Welt. Bevor er wiederkommt, der Höhepunkt, wie man so schön in Neudeutsch sagt, der Climax, ja, das ist die Ernte. Wir gehen in eine gewaltige Ernte zu. Und das ist genau das, was die Propheten sagen. Und dann zu sagen, die sind alle falsch, da hat irgendjemand das nicht richtig zusammengekriegt. Gut, das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Die Ernte ist das Ende des Zeitalters. Und dann noch ein weiterer Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist oder für uns sehr, sehr wichtig ist und den ich auch hier in diesem Buch wirklich behandelt habe, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir sehr ernst nehmen, ist das mit Matthäus 24. Das, Matthäus 24 ist eines der absoluten Endzeitkapitel in der Bibel. Du hast vor allen Dingen natürlich die Offenbarung, du hast das Buch Daniel und du hast eigentlich Matthäus 24 und dann drumherum gibt es einen Haufen andere Sachen, aber das sind so die eigentlichen Kernstücke. Ja? So, und da möchte ich darauf hinweisen, dass entgegen einer weit verbreiteten Meinung diese Not, Katastrophen, Kriege und so weiter, die kommen und die sehr problematisch sind, nicht das entscheidende Zeichen der Endzeit sind. Ne? Denn Jesus selbst wird von den Jüngern gefragt, sag uns, was ist das Zeichen, dass du wiederkommst und das Zeichen deiner Ankunft und das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Und dann sagt er in Matthäus 24, ab Vers 3, also die Jünger fragen ihn, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus erklärt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu. Erschreckt nicht. Das kennen wir wirklich. Ja, wirklich. Ne? Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Stimmt. Das ist nicht das Ende. Okay. Und Anordnung, nicht erschrecken. Auch wichtig. Ja, Jesus sagt, erschreckt nicht. Wenn ihr das hört, erschreckt nicht. Das ist eine Anordnung des Herrn. Wir sollten das ernst nehmen. Ne? Erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Dann sagt er weiter. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Auch alles Dinge, die wir kennen. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.
Es ist also auch nicht das Ende. Weißt du, all diese negativen Dinge, die um uns herum passieren, sind nicht die Zeichen für das Ende. Was ist das Zeichen für das Ende? Und dann geht es hier weiter. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wann kommt das Ende? Wenn das Evangelium des Reiches auf dem ganzen Erdkreis gepredigt wird, und zwar in einer Art und Weise, dass es den Nationen zu einem Zeugnis ist. Ein Zeugnis. So, das einzig wirklich verlässliche Zeichen, das Jesu Wiederkunft wirklich bevorsteht, sind also nicht die Berichte über Kriege und Hungersnöte und Erdbeben und was weiß ich, falsche Heilsbringer und die immer mehr zunehmende Bosheit und so weiter, all das nicht, sondern wenn das Evangelium des Reiches überall auf der Erde gepredigt wird, allen Nationen zu einem Zeugnis, erst dann kommt das Ende. Erst dann steht das Ende des Zeitalters bevor. Das heißt, die Predigt des Evangeliums ist mit dem absoluten Ende verbunden. Das ist das Zeichen für das Ende. Weltweite Evangelisation. Und zwar nicht in irgendeinem, wie soll ich mal sagen, normalen Level, sondern er sagt ja, es ist das Evangelium des Reiches. Nun, wir alle kennen das Evangelium der Erlösung. Für mich ist Evangelium des Reiches etwas, wo das Reich Gottes, das Evangelium heißt frohe Botschaft, die frohe Botschaft des Reiches Gottes, ja, wo das erkennbar wird, wo es die Leute sehen können, heißt für mich, wo Zeichen, Wunder, Krafttaten und so weiter zu erkennen sind, ja, wo das Reich Gottes erkennbar ist, wo es so ist, dass die Leute ein Zeugnis davon haben. Ja, ich hatte vorhin, habe mir darüber gesprochen, dass in Deutschland die Leute im Diffusen sind, im Nebel sind, in so einem Zwielicht sind und wir sagen, es wird immer mehr Licht und Finsternis klar erkennbar werden. Es wird immer mehr zu einer Polarisierung kommen. Und genau das glauben wir. Das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, immer deutlicher, und die Nationen haben ein Zeugnis, einen Erweis. Sie sehen es. Und weißt du was? Das ist in vielen Ländern noch nicht passiert, einschließlich Deutschland. Es ist noch nicht passiert. So, von daher gehen wir davon aus, dass genau das noch kommen muss. Verkündigung des Evangeliums, allen Nationen zu einem Zeugnis, auf dem ganzen Erdkreis, einschließlich Deutschland, erfolgen muss, dann kommt das Ende. Und währenddem laufen diese Wehen, laufen diese ganzen Probleme, laufen diese ganzen Schwierigkeiten parallel, Licht und Finsternis. So ist das nach unserer Meinung. Ja? Vor Jesu Wiederkunft kommt die weltweite Evangelisation. Und ich glaube, dass für uns als Kinder Gottes das ist sein sollte, worauf wir schauen sollten, wofür wir beten sollten und was uns vorantreiben sollte und was unser Denken erfüllen sollte. Evangelisation, das bedeutet das Ausbreiten des Herrschaftsbereiches Gottes, des Reiches Gottes. Menschen werden gerettet, beginnen ein Leben in unter seiner neuen Herrschaft, unter der Autorität des Herrn. Die kommen von der Finsternis zum Licht. Ne? So, und das ist etwas, was wir glauben, dass das absolut vor dem Ende noch über den Globus gehen wird. Und in vielen, 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 vielen Nationen ist das bereits erfolgt. Viele Nationen haben ein Zeugnis von der Kraft des Reiches Gottes. Sie haben die Verkündigung. Ja? Ja. Es gibt Nationen auf dem Globus, da hast du 30% wiedergeborene Christen. Mhm. Ne? Es gibt gewaltige Bewegungen. Und wir in Deutschland, wir haben keine Ahnung, was weltweit passiert und wir haben keine Ahnung, was das heißt, was auf uns zukommt. Aber der Herr wird es uns schenken im Namen des Herrn. Das proklamieren wir. So, wir glauben, und damit bin ich jetzt am Ende, also was Jesus uns verheißen hat. Wir glauben, das sind Erweise, sind vielleicht ein bisschen komplex zu erklären gewesen. Ich habe mir Zeit dafür genommen, aber ich glaube, es ist etwas, was du verstehst und merkst, okay, es wird eine Bewegung Gottes geben. Es wird nicht nur Finsternis geben, es wird auch Licht geben. Es wird eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Es wird eine gewaltige Erweis seiner Kraft geben. Ja. Und es steht auch noch Folgendes aus, nach unserer Meinung. Johannes 14, Vers 12. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist eine Aussage. Die steht im Grunde genommen für jeden Christen zur Verfügung. Ja? Eigentlich steht die zur Verfügung.
Wir können größere Werke tun. Das ist nicht verboten. Wir werden größere Werke tun, ja. So, wenn du schaust, allein durch, was weiß ich, technische Möglichkeiten, die Jesus hatte, wie viele Leute er erreichen konnte, das ist heute schon mal ganz anders. Heute kannst du Veranstaltungen machen, da kannst du von mir aus 1 Million Leute mit erreichen oder über Fernsehen und sonst was. Es gibt Möglichkeiten, das Evangelium zu verbreiten. Das ist gigantisch. Ne? So, größere Werke, nicht im Sinne von Qualität, glaube ich, aber auf jeden Fall im Sinne von Quantität. Ne? Doch, wir. Auch Qualität. Auch Qualität? Auch Qualität, auf jeden Fall. Wir glauben, dass die Heilung und Wunder Gottes immer mehr zunehmen werden. Yes. Wir glauben, dass das Licht immer mehr zunehmen wird. Wir glauben, dass der Heilige Geist in seiner Gegenwart immer mehr zunehmen wird. Denn weißt du, wenn weltweit sich Hunderte von Millionen von Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, wiedergeborene Christen sind, beten, es verändert etwas auf dem Globus, die Sache verändert sich. Und bei uns ist es vielleicht noch nicht angekommen, aber überall ist eine riesige Bewegung. Ja, wir glauben, dass sich die Gegenwart Gottes immer mehr manifestieren wird auf der Erde. In all diesen Auseinandersetzungen, in den Tumulten, in den ganzen Schwierigkeiten. Licht und Finsternis. Parallel. Zwei Seiten einer Medaille. Wir glauben, dass der Herr seinen neuen Wein schenkt. Ja, und wir glauben, dass seine Gegenwart sich in unserer Mitte zeigen wird. Amen. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss, und dann bin ich fertig, ist noch dieser Hinweis, bei Jesu ersten Wunder, seinem allerersten Wunder. Sein allererstes Wunder, das war die Hochzeit zu Kana. Ja. Und da war das mit dem Wein. Und das ist ja hochprophetisch, das Ganze. Und das Interessante ist, was man zu ihm gesagt hat. Man hat gesagt, hier wurde der beste Wein bis zum Schluss aufgehoben. Und wir glauben, das ist ein kleiner prophetischer Hinweis auch für das, was auf uns zukommt. Wir glauben, dass auch hier der beste Wein bis zum Schluss aufgehoben ist und dass der Herr wirklich viel mehr für uns hat. Und unser Slogan bei Gottes Haus ist, Gott hat mehr für dich. Und wir glauben es wirklich. Wir glauben, dass der Herr viel, viel, viel mehr für uns hat. Yes. Und es ist nicht so, dass alles erreicht ist. Es ist nicht so, dass mit den Aposteln alles aufgehört hat. Es ist nicht so, dass es keine Zeichen und Wunder mehr gibt. Es ist nicht so, dass es keine prophetischen Reden mehr gibt oder sonst was. Das ist einfach Unsinn. Yes. Eine gewaltige Bewegung Gottes rollt über den Globus und sie wird auch unsere Nation, unser deutschsprachiges Europa und darüber hinaus erreichen. Yes, Amen. Und ich glaube, dass schon jetzt auch hier von den Leuten, die uns zugehört haben, dass schon einige am Werk sind. Uns hat heute auch jemand geschrieben, ich war heute evangelisieren, ich habe mit jemandem gesprochen. Es sind schon die großen Taten am Werden und das ist unser Gebet, dass auch die Leute, die unterwegs sind, die das Wort ausbreiten, die mit evangelistischen Schriften unterwegs sind, die mit Gesprächen unterwegs sind, die alle diese Dinge, ja genau, mit dem Spaziergang, den verschicken wir ja kostenlos, den kannst du bei uns bestellen als Produkt zum Weiterreichen. Evangelistische Broschüre, wenn du es noch nicht gesehen hast. Zum Weiterreichen. Sehr effektiv, um Menschen zu erreichen. Ich glaube, dass schon viele angezündet sind. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass mir dieses Wort in Erinnerung kam, der Herr hat 7.000 übrig gelassen. Das spricht ja auch von die 7.000, das sind diese große Vollendungszahl. Ich glaube, dass schon viele unterwegs sind, dass viele Herzen bewegt sind, dass viele schon richtig da dran sind und sagen, Herr, gebrauche mich, lass mich mehr von dir wissen, erfülle mich mit deinem Geist mehr und mehr, mach Raum in mir, dass du mehr wirken kannst durch mich, öffne meinen Mund, dass ich die richtigen Worte finde, öffne mein Herz, dass ich mich ganz dicht an dich anbinde, gib mir alles, was ich brauche, damit ich zu einem Werkzeug in deiner Hand werde, damit ich in der Ernte sein kann. Und das ist das, was wir auch für euch proklamieren, die ihr bei uns zuschaut. Wir beten dafür, wir sind gespannt, was wir von euch als Rückmeldung bekommen, dass wir euch in den Prozessen, in denen ihr auch steht, unterstützen können. Und wir danken euch sehr, sehr herzlich für alle Unterstützung von unserem Dienst. Wir danken euch für alle Kommentare. Wir danken euch für alle Gebete. Ja, uns hat jemand geschrieben, ich bin heute Morgen aufgewacht und musste für euch beten. Hey, das hat mich so gesegnet. Das ist etwas, was uns total berührt. Und wir beten auch für euch, dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle, die Gott für euch hat.
mit allem, was der Herr für euch hat. Amen. So, wir segnen euch von hier aus. Wir sprechen den Segen Gottes über euch aus, über eure Situation, dass sie sich verändert, dass ihr Stärke findet in Gott und dass ihr siegreich mit einem Zeugnis der Kraft daraus kommen werdet. Vorbereitet für diese spannende Phase, in die wir immer mehr jetzt hineingehen. So, wir segnen euch und wir verabschieden uns für diesen Abend und wir wünschen euch eine gesegnete Zeit mit dem Herrn und untereinander. Und denkt dran, Gott hat mehr für dich. Amen. Ciao, ciao.